So, jetzt gehen wir live. Ja, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen an alle da draußen. Natürlich wieder an den Flimmerkisten. Einmal an die lieben Zuschauer im Live-Chat und natürlich an YouTube, die das wieder später nachschauen. So, ja, zweites Stream auf der Geisitzberg. Wer ist dabei heute Abend? Und zwar, ich stelle mal kurz vor, wer alles da ist. Tidit Frontov, vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen. Und zwar, der Fox ist da dabei. Hallo. Dann haben wir den Blue Silver Wolf 92, aka Ja, Alex. servus. Ja, Lars ohne Team. Wann hast du den Namenswechsel? Ein paar Stunden, glaube ich. Lars, vielen Dank für den sechsten Monat Resub, mein Bester. Also ein halbes Jahr auch schon drin. Herzchen gehen raus. Moin, moin, Michi im Chat erstmal. So, der Jan ist dabei. Moin. Erik, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen, mein Bester. Dann ist der Lars da. Guten Abend. Der Ferdi ist auch dabei. Hallo. Und der Sven. Hallo. Ferdi und Sven sind zwei, waren beim letzten Mal noch nicht dabei, oder? Nee. Genau. Auf jeden Fall schon mal wieder zwei dabei, die öfters da mal im Stammtisch waren und so weiter. Ihr kennt ja das mittlerweile, wie es läuft, ne? So, genau. Genau, Geisitzberg einrichten ist ja durch. Die Jungs haben das schon gemacht, also ja. Von Dienstag auf Donnerstag. Ich bin ja auch nur momentan noch so als Gastarbeiter da. Genau. Jan und Lars wollten, glaube ich, mal kurz nur erläutern, wie es jetzt momentan hier die Situation der Höfe ist und so weiter und wo wir stehen. Und genau. Ich gebe das Wort mal weiter. Ja, Lars, willst du erst oder soll ich? Nö, mach du mal. Ja, so. Ja, haben uns jetzt so gesehen aufgeteilt in zwei Höfe. Wir haben zwei Höfe hier auf der Karte. Einmal einen Lohnunternehmenhof und einmal hier unten unseren Hof, wo wir jetzt gerade stehen. Genau, der Lohnunternehmenhof ist welcher? Da Lars? runter. Nee, Da aber wo ist runter. der? Wo ist der? Oben Im im Dorf. Dorf. Ah, okay, im Dorf. Direkt Ah, vom Landhandel. ja, okay, alles klar. Also in einem Landhandel. Okay. Ja, wir haben jetzt hier unten oder beziehungsweise die Jungs hier vom Server haben schon jetzt richtig Gas gegeben auf der Karte. Wir sind jetzt ziemlich weit fortgeschritten in der Bodenbearbeitung. Da müssen wir noch ein bisschen Gülle ausbringen und noch ein paar Felder umreißen. Und dann geht es ja auch schon an die Ansaat, dass wir dann auch gleich ansehen werden. Das ist so für heute der Plan. Das heißt, Matze wird jetzt erstmal ein bisschen Gülle ausbringen. Jetzt nicht mit dem Schleppschlauch, sondern der wird das grubbern. Genau, ich Äh, werde auch. da, Ja. da steht, da steht am Händler, denn glaube ich, ist schon gekauft ein Grubber, den haben wir uns, also ein Güllegrubber, den haben wir uns vom Lohnunternehmen dann geliehen. Und da wird auch das Lohnunternehmen dann zufahren zu Matze, wenn ich das jetzt richtig Genau, mitgekriegt ja. habe. Genau. Genau, der Ja. Alex fährt mir dann später zu, ne? Genau. Ja, und wir Genau. werden soweit erstmal weiter vor der Bodenbearbeitung. Das heißt, wir werden ein bisschen tiefen grubbern, die 49 und die 13 macht hier, glaube ich, gerade Stoppelumsturz noch aus dem Herbst. Das wurde nicht gemacht von dem Vorbesitzer. Und ja, dann geht's auch schon, wenn wir damit durch sind, glaube ich, in die Ansaat. Genau, also heute steht erst auf jeden Fall, erstmal mache ich jetzt gleich die 40, wie Jan gesagt hat, mache ich mit Güllegrubber durch, Alex fährt mit zu und alles andere ergibt sich heute Abend, was da noch ansteht. Die Jungs sind auf jeden Fall schon gut dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei Gaming Heat für 200 Bits, die direkt wieder rausgeballert wurden und vielen Dank noch an Benjamin Benboy für dein Follow und herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich begrüße mal kurz den Chat durch. Ihr könnt ja eigentlich schon loslegen. Ich mute mich kurz für euch, Jungs. Dann könnt ihr quatschen. Moin Michi, schönen guten Abend. Mitspielen, Tilde, Front nur einfach bei uns mal im Discord reinjoinen und da im Stammtisch, wenn die Jungs im Stammtisch sind, einfach mit den Jungs quatschen und sich kennenlernen und da muss man gucken, ob das mit der Chemie passt. Und das ist das Einzige eigentlich. Pieri, moin moin, schönen guten Abend. Markus, Fubi, moin moin, schönen guten Abend. Dann Lias, Jungbauer, auch schönen guten Abend. Ja, freut mich, Elias, dass du jetzt auch dabei bist. Dann Gaming Heat, moin moin. Pasio, moin, schönen guten Abend. Gecko, einen schönen guten Abend. Ein Energy auf Matze. Ich habe meinen gerade auch schon aufgemacht, meine Lieben. Und Teilzeit Rocky, auch schönen guten Abend, mein Lieber.
schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, schon wieder dabei seid. So. In so, LS. Ich bin wieder da. Sal King, moin moin, schönen guten Abend. Bebe. Hallo. So, hallo. Ich mach wieder ein bisschen Musik im Hintergrund an. Santiano Radio kickt. Nee, ich mach momentan Farming-Dingsterbums an immer. Ah, die habe ich jetzt auch gerade an. Ja, ich auch. Bisschen angenehmer. Schöne Mischung ist da drin. Genau, da ist ja alles dabei. So, dann schwingen wir uns mal auf den Schlepper. Wir machen mal nur kurz das Schleppgestänge sauber. Und dann stellen wir es auf jeden Fall ab. Dann holen wir uns beim Händler eben den Güllegrubber. Und dann werden wir ordentlich Güllegrubbern erstmal heute. Wenn wir die 49 und die 40 fertig haben, mit der 3 eingeschlossen, können wir doch eigentlich spulen und dann sehen, oder? Mhm. Weil dann sind ja alle Felder fertig jetzt. Mhm. Wenn ich bis dahin mal in meinem Feld fertig bin, ja. Bin auch fleißig am Pumpen. Ach, der hat ja gar kein GPS, yay. Prost, Gecko. Ja. Und ich arbeite trotzdem seit vorgestern mit dem. Luca, ich finde das auch nicht schlimm. Luca, ich auch nicht. Sehr cool, freut mich, mein Bester, dass du es geschafft hast. Auf dem Schlepper bist du jetzt den Stream am Schauen, oder was? Ja, sehr cool. Ist das Absicht, dass ich den Schieber beim Güllefass nicht zumachen kann? Ja. Kann man, bei dem Kotte-Zulieferer gibt es keinen Schieber. Achso, okay. Zu und aufmachen kann. Danilo, auch vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Bei 3 Meter ist auch nicht schlimm, dass man deinen GPS hat. Da man tut selber fahren dort dann. Auch in dem Perspektive kann man echt gut fahren bei 3 Meter. So, wir machen mal kurz das Schleppgestänge sauber. Boah. Dann können wir das dann noch einlagern. Sören, was meinst du, wie lange brauchen wir hier noch? Boah, keine Ahnung. Timo, vielen Dank für... Timo, schönen guten Abend erstmal. Moin, Johnny Wee. Moin, hab gleich Feierabend. Bin circa 20:15 online, okay. So. Kommst du mir gerade entgegen? Ja. Machen wir jetzt zusammen die lange Spahn, oder? Matze, war das gerade Tim? Was sagst du? War das gerade Tim? Johnny Wee, ja. Ach, Johnny Wee. Ah, Jonas, ja. Oh. Mach erstmal das Schleppgestänge sauber, dann stelle ich das da hinten hin, wo der Schlitz genau, ja. Steht, ne? Ja. Okay. So. Namen Timo. Jan, bist du schon da? Triplex, oh, stimmt, da hinten fährst du. Oh, warte, ich steche einmal mitten durch. Ja, Pfeil 3 vor der Wende, Tandy. Ist bei 3 Meter. Aber. Gut. Macht man ja eigentlich immer danach beim. Gut. Boah. So. Aber egal. Ja, ist doch nur ein Spiel. Was? Genau. Was ist falsch gelaufen? Nichts. Also ich das vor der Wende als erstes war. Aber egal. Ja. Ja. Weil wir Spaß dabei haben. So. Komm ich da rum? Ne, ich fahr besser da lang. Arne, packt er denn den Grubber? Dein Schlepper? Ja. Jo, jo. Ich truppe schon mit 12 Tamha. Marlon, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen, mein Besser. Na gut, dann sage ich dir lieber nicht, wie schnell ich hier durch. 14? 17. Ach! Ja, also schnell. Und du hast auch 195, glaube ich, hat er? Ja, der hat 195. Du fährst mit 17 mit dem tiefen Grubber durch. Der ist ja 30 cm. Macht man nicht, ich weiß. Aber der schafft das. Wir fahren 17 mit der Scheibenegge. Maximal. Tja. Ja, ganz einfach. Warum nicht? Gut, dass ich jetzt in mein F1-Menü Füllstand DPS frisch habe, verdichte 0%. Ja, habe ich auch gerade. Ja. Jo. Ja, habe ich auch. Das steht beim Silo. Habe ich auch. Ja. Irgendeiner steht im Silo. Nee, ja. Nee, weil Jan im, weil Matze im Silo stand. Warum auch immer. Wo stehe ich im Silo? Vor der Halle.
Beim Saubermachen. Ach so, okay. Silos. Beim Dercher sind zwei Silos. So, Handbremse rein. Passt das, passt das? Musst du nicht ausklappen. Nee? Nee. Ach so, okay. Jetzt stelle ich das so ab. Alter, ich habe gerade 13 Damate geschafft. Ich habe jetzt mein Tempomat auch auf 13 eingestellt. Muss ich das erst runterlassen oder was? Nee. Hinter dran. So. Okay. Also wenn du Manual und Touch, ja, haben wir drauf, einmal ausklappen, wieder, also einmal V drücken, ja. Senken, klappt sich aus, dann wieder zusammenklappen, dann kannst du es eigentlich abkuppeln. Hat er doch schon. Ist es ab? Hast du hinten die Schläuche entfernt? Ja. Zoomhammer gilt jetzt zuerst herunterlassen, okay. Ja, du musst einfach V drücken, dann klappt es doch auf, aber das dann so wieder zuklappen, ohne V zu drücken, und dann müsstest du das abdoppelt bekommen. Jetzt muss ich aber die Schläuche erst wieder anschließen. Klaas-Fan 05, schönen guten Abend, mein Lieber. Ich weiß auch nicht, ob es da wieder ein Update gab oder so. Für Manual Attaching? Mhm. Mal gucken, ob Mathe. Great Boy. Dato noch nicht. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, da steht zuerst herunterlassen. Hm? Hilfst du mir mal kurz? Was machen? Anlage schon runterdrehen. Einladen. Ja, ich komm. Viel Spaß, und Lars. Was hast du heute gemacht auf Arbeit? Cool, gemacht. Und ich muss es komplett aufklappen, okay, Herrlein? Eigentlich nicht, also bei mir geht's so. Ja, aber V drücken, dann einmal komplett ausklappen lassen, egal, lass. Dann wieder zuklappen. Ja, und dann schnell Schläuche abkuppeln. Abkuppeln, dann geht das. Ja, ja, vorbereitet für morgen. Was wollt ihr morgen machen? Glocken fahren. Oh, ja. Dann kannst du ja Schlepper fahren. Ja. Was hat der für Maschinen? New Holland. Ja. Ein T7 und ein T6. Ja. Reicht. Ja. Und alles andere lässt über Loder leben laufen. Jo. Ja, T7, die haben ja auch schon über 200 PS. Ja. Ah, okay. Ja. Ja, okay, ich versuch's mal so. Wunderbar, der Schlauch backt in der Erde fest. Ja, dann musst du einmal greifen und einmal treff den nach oben ziehen. Ja, wenn ich ihn greifen könnte? Tanzt du nur am Anfang und Ende immer. Ja, das ist mir klar, aber wenn das Ende unter der Erde ist, Darfst du wieder anfangen? So ein Schlauch hat immer zwei Enden. Ja, das ist mir bewusst. Er ist einfach so ein Bogen, wo zwei Enden unter der Erde sind. Dann hast du ein Problem. Das ist aber ein richtiges Problem. Sonst, Alex, haben wir auf dem Hof auch noch einen Spaten. Kannst den ausgraben. So. Ja, aber das mit den Grillschläuchen ist wirklich ein wenig konfus. Mhm. Will nicht da. Oder? Er will nicht. Will hier mal jemand. Hat das schon mal hier jemand abgemacht? Ja. Gut, wieso, Matze, du hast das doch gut geübt. Ja, wollte gerade sagen. Ich krieg das nicht ab hier. Momo und John Deere.
Wie soll ich das denn herunterlassen, den Scheiß? Soll ich mal zu dir kommen? Ja, mach mal. Viel Spaß beim Laufen. Wüsste nicht, wie ich das abkriegen soll. Ich kann das ja auch so nicht runterlassen. Aha, jetzt habe ich dich, du Drecksding. Alles hat seine Lebensaufgabe erfüllt. Das ist ein Martin, schönen guten Abend. Was heute ansteht, ich will jetzt eigentlich gleich Gülle grubbern, aber wir kriegen gerade das Schleppgestänge oder ich krieg das Schleppgestänge nicht ab. Warte mal, warte, ich komm zu dir, ich kann mal gucken, ob ich das hinkrieg. Nur falls vertaufen, neu tauf. Wo lauf ich denn hin? Lol. Wenn man zu viel Geld hat, einfach neu taufen. Hansa Mike, moin moin, auf Sofa, moin moin, schönen guten Abend, Leute. 100.000 zu viel Geld, huch. Was hast du denn jetzt gemacht? Schläuche abgemacht, eingestiegen, Heckhydraulik runtergemacht, eingestiegen, ausgestiegen, abgekuppelt. Ach, ja, okay. Also kannst du nachher. Hä? Nee, jetzt im Ernst. Matze versteht die Welt nicht mehr. Nee. Du musst erst die Schläuche abmachen hin. Ach, ja, hab ich ja immer. Nee, die Schläuche waren dran, als ich rangegangen. Ja, weil du dir wieder ausklappen musstest, sonst geht das ja nicht ohne Schläuche. Ja, das ist genauso wie man mit einem 3 Meter Tiefengruber nicht Tiefengruber. Ja, deswegen haben wir dich ja, Jan. Moin moin, der Yogi, schönen guten Abend, mein Lieber. Du musst umschalten, ne? Okay, ihr müsst genauso machen wie das. Ah, okay, ich bin immer im Güllefahren, real. Und gucke deinen Stream. Ja, Gecko, das freut mich. Sehr geil. Na, ich würde auch mal ein Real gerne, aber das gibt ja hier, ist nicht so. Es gibt so. Tote. Ja, aber ich sag mal, ich kenne hier aber auch niemanden. Oder wo man machen kann. In Real sind die Schläuche auch einfacher zum Handhaben. Alex, moin moin, schönen guten Abend. Oh, ich habe Map noch nicht gewechselt. Das muss ich noch machen. So, ich komme nochmal hoch zur 40, ne? Erstmal zum Händler. Aber fährst du neben vorbei, wenn du zur 40 fährst? Alex, kennst du es anders? Leute, ihr wisst doch. Das machen wir demnächst, den Maplink ändern. Ihr wisst doch, welche Map das hier ist. Steinschloss, moin moin, schönen guten Abend. Ich tippe auf die Ellerbach. Nee, das ist definitiv die Ellerbach. Definitiv die Felsbrunn. Felsbrunn, genau, Felsbrunn. Ja. Das sieht doch jeder Kenner. Björnholm. Das ist die Björnholm. Oder wie die auch in 15 naiv. Wow. Björnholm, Digga. Stevens, moin moin, schönen guten Abend. So. Da ist ja noch Gülle drinne. Ja, hier ist noch ein bisschen Gülle drinne. Also ich hab ein bisschen zu kämpfen mit dem Berg. Ja. Hatte ich auch. Ah, Sven ist wieder da. Aha. Ich hab nur gerade eine Anlage ins Auto gehoben, Nico. Yogi, ja, die Map ist privat. Die kriegst du so nicht im Internet. Ja, privat unterbaut. Ja, doch, du musst nur... Nein, du musst nur dein Erstgeborenes verkaufen, dann in der Nacht ein Pentagramm auf dem Friedhof zeichnen. Und ein Kamel dabei schlachten. Ne, es sind zwei. Mindestens. Und dann? Ja, und noch ein Schwein dabei. Das Schlimme ist, es gibt manche wirklich Leute da draußen, die das klauen und dann das dann machen. Das nennt sich natürlich Selektion, wenn die das machen. Ist die vom Modhub? Ja. 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 War die nicht sogar Contest-Gewinner? Beim Map? Nein. Das weiß ich jetzt auch nicht. Doch. Das weiß ich nicht genau. Oder, ne, die Riesenberg hat nicht gewonnen, ne? Nee. Nee, dann war das die. Aber das ist ja hier schon das V.3 oder ja, so. Ja, klar. Mit meist Plus und Manure. Und Season. Oder und Season. Nee, Season gab es auch nicht von Anfang an. Hm. Und was ist noch drauf? Performance Update. Bugfixes. Und. Ich passe dann mal kurz was ein. Das heißt, die komplette Möhre voll. Einmal. Seid froh, dass ich die andere Version noch nicht hochgeladen habe. Welche? Meine. Was hast du denn dran verändert? In jedem Busch die Sonne eingebaut. Das erzähl ich dir nicht. Okay. In Nürnberg. Welcher Trailer? Hab ich was verpasst? Was gibt's wo?
Pendelwacht. Wo? Wann, wie, warum? Juri, wo? Was ist eigentlich mit den Signs auf der Giants-Webseite? Das ist ein April-Scherz gewesen. Ach so, ups. Oh Mann. Alter. Na gut, ich meine, sie haben ja auch zu Halloween laufen die Passanten ja auch als Zombies rum. So. Also, das finde ich da, Leute. Servus, moin, schönen guten Abend. So, probiert nochmal Ausrufezeichen Map bitte im Chat. Leider tipps dieses Jahr, gab's dein ersten April-Event bei Ersetz. Stressfrei Gaming, servus, schönen guten Abend, mein Lieber. Und Volt 31, vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen. Moin, Volt. Letztes Jahr haben die eine ganze Map hintermacht. Naja, ich weiß. Ich bin traumhaft. Ich bin einmal kurz AFK. Das wäre eine Idee. Jo. Doch beim Janik schon. Alter. Ja, mein Slip war gerade bei irgendwie 70%. Nö, ich fahre hier mit schön angenehmen 12. Sven, was machst du da? Das ist sogar 10. Ich mache jetzt erstmal Brotzeit. Aber mein Differential ist auch raus. Ja, meins auch. Bendebach gibt es nur auf geklauten Servern, okay. Naja, okay. Aber es gibt schon einen Trailer dazu, okay, Alex, muss man mal schauen. Mit der Cloud Server? Nee, es gibt nur die Bindelbach. Also. War. Alter, wir haben schon ordentlich Meter geschafft. Es kommt ein offizieller, okay. Der Yogi. Bindelbach, aber da war ich nie unterwegs auf der Bindelbach. Warum tappst du die schon im 17er? Ja. Das hat mir überhaupt nichts. Wie schaut's eigentlich bei dir aus, Yogi, mit der Stappenbach? Du bist doch gut dabei, ne? Hast du die schon spielbar für dich gemacht, so jetzt? Stevens, 4, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, sehr geil, Alex. Ja, dann können wir uns auch wieder freuen auf ein paar Maps. Moin, Kapoman. Mal gucken, wo Matze auf der Karte ist. Da ist er. Bereit zum Test unter normalen Voraussetzungen. Okay, der Yogi. Was heißt er unter normalen mit 120 Mats oder was? Wahrscheinlich ohne Skripte und alles. Hab seit LS15 nur Stappenbach gezockt und ich LS17 auf meine drin. Bedürfnisse umgebaut. Ah, okay, stressfrei Gaming. Boah, was hast du hier veranstaltet hier? Sven. Ja. Was hast du gemacht? Hatte nämlich mal Stappenbach Multiplayer-Projekt im 17er. Okay. Sorry, Ferti. Viel Spaß, den vielleicht auszubügeln. Ja, Yogi macht ja die Stappenbach momentan für sich selber fertig. Boah. Das ist echt hier ein Gekrieche. Naja. Wie schnell fährst du? 14 km/h, aber ist ja auch voll. Stressfreie Gaming, mein Bester. Vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Danke, danke. Herzchen raus. Aber. Stressfreie Gaming. Ich hab das mit 7 Damen. Stressfreie Gaming, hau mal kurz raus. Seit wann schaust du ja hier zu und wo erkennst du? Nein, Gaming, mein Lieber. Hau mal raus, mein Lieber. Das frage ich dir mal bei neuen Subs, mein Bester. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Ja, okay, alles klar, Yogi. Ja, sehr geil. Mach mal Allrad an, weil dann sieht der Fan auch besser. Ja, Allrad? Okay. Ach, nicht das. Sven, so viel ist er nicht mehr. Aber Matze, du bist noch auf der Straße unterwegs. Ja, ich fahre jetzt erstmal eben kurz zum Händler. Du bist immer noch nicht beim Händler an der Tom? Nee. Oh, doch fast. Fast bist du am Händler an der Tom. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt jedes Mal selber die Gülle holen müssen. Das wäre lustig geworden. Wenn das nicht geht, dann müssen wir uns sonst vom Lohn an große Schlepper rein. Ja, ich denke mal, auf dem Feld, ich muss mal schauen, wie das jetzt mit dem Grubber noch dahinter ist. Ob der das überhaupt gepackt bekommt auf dem Feld. Ja, aber die 40 ist relativ gerade. Da kannst du. Ja, die 40 ist relativ gerade. Das soll der packen. Okay.
Ja. Ich hab ein Problem. Was für eins? Mein Tracker ist leer. Cool. Und wo stehst du? Ah. Boah, da muss das Lohnunternehmen Geld in der Hand nehmen. Um seinen Traktor zu bergen. Oh, noch haben wir ja. Oh Gott, ey. Das ist ja hier was, ey. Kriegst du das denn mal zu, oder? Das werde ich jetzt sehen. Wovon steht denn hier noch die... Alter, soweit ich in der... Soweit, ah, okay, soweit ich mit in der Mitte vom Feld komme, wird es schlimmer, also wie mitziehen. Oh, vielleicht ist da gerade ein nasses Loch. Sehr cool, stressfrei Gaming, freut mich. Ja. Ja, Alex, immer mit der Ruhe. Du weißt dort. Am Ende des Tages. Ey, wer kauft denn jetzt hier wieder was? Er muss doch irgendwie seinen Traktor betanten. So. Ah, oh, Dude. Oh, ja. Ey, ich fahr auch mal Tanten, sonst haben wir das gleich das gleiche Problem. Lars, wir haben noch keinen Tankfass-Server, mit dem wir ein Fässer umfüllen können, oder? Ja, ich weiß, Racing Team. Ach, Michi. Ja, sehr geil, Stressfrei Gaming. Was machst du denn da? Achso, willst du das hier drauf machen oder nimmst du den Schlauch? Nein, ich nehme den mit. Okay. Lars? Bist du da hinten? Da ist auch ein Schlauch, oder nicht? Ja! Aber ich habe noch ein Verlängerungsstück geholt. Weil es könnte ein bisschen knapp werden mit dem Ankuppeln. Ja, genau, Alex. Alter Schwede. Ja, Jan? Ich habe noch 10 Liter. Wir haben noch kein Fass drauf, mit dem wir hier Tankstellen, also fest installierte Fässer, fest überfüllen können, oder? Die sind da voll. Liegt ein Schlauch auf der Straße! Ja. Stressfrei Gaming. Ich habe das G27 von Logitech. Kassi, servus. Ich habe die Geiselsberg MVP auch runtergeladen, aber da fehlen Gebäude. Soll das so sein? Du musst das, glaube ich, im Farm. Du musst das Gerät, da fährt der. Als Farmmanager, glaube ich, starten, die Map, damit die Gebäude da sind. Ja, keine Ahnung. Tobi, nee, erzählt mal moin. Das mit den Gebäuden ist das ganz schön kompliziert. Ja, hau raus. Ja. Du hast ja erstmal noch Gülle drin, ne? Ja, naja. Man muss halt im Singleplayer das erste starten. Ich weiß immer nicht, wie das heißt. Neuer Farmer. Genau, neuer Farmer. Und ja, dann muss man das halt hochladen. Und darf auch nicht die Höfe löschen, die anderen. Nee. Okay. Also nicht im Multiplayer. Nein, ja, im Multiplayer nicht löschen. Ah, deswegen haben wir so viele Höfe. Alex, kommst du nach hier hinten am besten im LKW? Dann können wir hier. Mit dem LKW aufs Feld, das kennen wir doch. Das nee, Problem. Nein, hier hinten. Du kannst über den Hof da hinten fahren, hier ist die Zufahrt. Dann können wir besser hier auftanken, wegen dem Verkehr nachher, den ganzen Mist, weißt du? Das wäre eine Option, ja. So aggressiv ist der Verkehr nicht so auf der Seite des Bär. Das habe ich gesehen. Was hast du gesehen? Wie du die arme Hätte-Platte fahren hast. Nee. Yogi, das ist unser Acker hier. Das ist nicht ein Fremder. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie fahre ich am besten. Fange ich hier unten an. War ich denn nicht immer an der Tankstelle? Wo bist du denn? Bei mir. Bei uns. Der Hof hat keine Tankstelle. Dann kannst du hinten bei der, wie heißt es, beim Landhandel kannst du tanken. Mhm. Bisschen weiter als London-Handel. Ja, Alex hat sowieso alles durch. Ist alles um, das Zeug. Moin, Alex, schönen guten Abend. Die gute und bekannte Baumwolle aus Geiselsberg kaputt fahren. Nee. Ja, genau. Hast du eine Seitenkonsole? Ja, genau. Seitenkonsole habe ich auch. Wir gucken mal Mats ein bisschen zu.
Alter, Uwe-Stream. Was hattet ihr gesagt? Müssen wir mal kurz gucken. Wo ist er zur Tankstelle? Beim Landhandel. Beim Landhandel musst du die letzte Einfahrt rein. Warte, ich komm mal eben zu dir. Nee, ich führe dich. Kannst du mal einsteigen? Die ist ein bisschen versteckt. Wo bist denn du? Auf dem Hof. Ah. Aber der twittert dir so schon so weit, wenn du auf Einfahrt drauf fährst, dann zu schon Tanten. Jo, bin drin. Ah. Biegen Sie rechts ab. In 200 Meter rechts. Sie haben dann das Ziel auf der rechten Seite erreicht. Bei der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen. Bitte abbiegen. Bestes Navi. Genau, Premium-Wolle aus Geiselsberg, ganz genau. Servus, Matto. Biegen Sie rechts ab. Ja, unsere Baumwolle ist im Tanzenlande betankt. Für die, dass die nicht da ist. Wir nähen nackte Pullis. Wie weit seid ihr überhaupt mit der 3? Servus, moin Fanfarmer. Ich besitze. Guck noch auf die Karte. Siehst du, wie weit wir sind? Ja, sehr cool, Stressfreie Gaming. Dann muss ich das umschalten. Kannst du noch machen. Bitte schön. So anstrengend. Ja, nicht weg. So, ich hab hier jetzt hier unten. Ich glaub, das Matze, oder? Ja. Muss mich erstmal hier in das Feld eingrooven. Hier kennt man die Felder ja nicht so wie auf der Rade. Machst du sehr schön. Hattest du aber nicht. Du hattest auch mal die Geiselsberger, oder Matze? Ja, aber ja nicht lange. Hat zwar ein bisschen am Rand was stehen lassen, aber sonst. Ja, das muss man nachher wegnehmen. So, mit Abkommen waren wir auch lange hier drauf. Also ja, ja, aber da hat man doch hier oben, glaube ich, gar keine Felder, oder? Oh, keine Ahnung. Fahrt ihr denn gleich auf den 27, Sven und Ferdi? Das sind nicht schon. 27 ist doch schon fertig. Ist ja, doch schon fertig, Oh, ihr seid. Wir sind einfach Dude. Wir sind einfach Dude. Du musst es nicht aussprechen, wir wissen es einfach. Eigenlob stinkt. Ja. Jan hat es einfach nicht ausgesprochen. Ich habe es nur vervollständigt, sein Satz. Stanny, schönen Abend. Ist klar. Ah, sowas kann man gebrauchen. Menschen, die mitdenken. Kannst du was gibt? Kannst du mit Server gehen? Okay. Jojo, Fortnite Pro, schönen guten Abend. Sven, Digga. Ich hol mir mal dort was Neues drin. Nur. Da klettert unser Geld hin. Huch. Jo, wie hoch hast du den Verbrauch eingestellt, Matze? Auf 10 Kubik. Schmeiß mal ruhig was drauf da. Ja. Matze. Okay. Mach mal irgendwie 25 oder so. Ja. Kann ich machen. Ich hab auf 30 Kubik stehen. Ja, dann lass. Lass mal 30, ne? Ja. Weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, das bringt was. Nein. Welche Playlist läuft? Das ist die Landwirtschaftssimulator-Playlist. Landwirtschaftssimulator 19. MCAD, moin. 4000 Euro. Was für ein das für ein Wendemanöver hier? Gefühl machen wir gerade Synchron-Grubbern, so wie das aussieht. Ach, hier komme ich jetzt wieder runter.
Aber oh, der Fan kriegt das eigentlich ganz gut gezogen. Moin, Klopapierhamster. Sehr aktuell auf jeden Fall der Name. Definitiv. So, ich fahre jetzt irgendwie mittig vom Feld, weil jedes Mal so blöd drehen. Mache ich mir jetzt hier eine neue Schneise. Dann verlieren wir zu viel Zeit. Jetzt sieht man mich auch nicht. Boah, diese Backup-Säule, das nervt aber auch. Das sieht eigentlich voll gut aus, was wir hier machen. Ich fahr du mal raus. Dann mache ich hier noch einen Vorgang. Hat jemand schon mal ein Pickup gefahren? Nee. Ja. Doch, hab ich, ja, hab ich. Und da wäre, das ist der Horror. Das ist schlimm mit dem Fahren, ne? Ja. Der rutscht, gell? Der rutscht richtig. Da kannst du richtig driften nochmal, gell? Stressfrei Gaming, ich bin im, ja, in der Industrie im Elektrobereich unterwegs, mein Lieber. Ja, Sven, weißt du, das wollte ich sowieso schon immer nochmal fragen, was genau du denn im Elektrobereich machst. Bist du mehr in Richtung Projektmanagement oder Werkstattleitung oder? Ja, ich bin technischer Leiter halt, ne? Also ich mache Projektmanagement und Werkstattleitung. Oha. Ah, ja, okay, ja. Alles auf einmal. Ja, dann weiß ich, in welcher Position, ja. So gesehen Chef von mir. Okay. Du warst beim Auto, ne? Oder? Nee, wie war Lebensmittel. Das? Ach stimmt, Lebensmittel. Welche Lebensmittel? Hat man schon mal drüber gesprochen. Ja, Konfitüre, ne? Und Müsriegel. Ach stimmt, Corny, ne? Mhm. Müssen irgendwelche Felder noch gekommen? Wir warten immer noch auf unsere Gratisprobe. Ja, ganze Palette. Corny ist doch lange haltbar, oder nicht? Besser ja, die sind lange haltbar. Tonne. Besser, am besten so ein 40-Tonner. Genau. Kollege meinte heute schon, ich soll mal mit dem Elektroauto, wir haben eh kein Gut, mal schnell in die Halle reinfahren, ja, er holt den Stab und stellt dann schnell eine Palette hin. Alex, ich habe noch 44%. Muss ja, irgendein Feld noch gegrubbert werden? Aber ich will ja irgendwas auch zeigen, als wenn ich mir die ganze Zeit blöd den LKW angucke. Nee, ich dachte, du hättest gefragt. Leute, was ist denn das? Was ist los mit dem Auto oder was? Ach, das ist. Mein Beruf ist einfacher Maler. Oh, der Maler hatten wir gestern einen hier. Wir wollen Ende des Jahres komplett unten streichen lassen. Dann sollte uns mal einen Kostenvoranschlag machen. Und dann brauche ich noch wie nennt man das? Das, hier mit Regips verkleiden. Trockenbauer. Genau, Trockenbauer. Bräuchte ich auch noch einen guten. Wenn da sich jemand anbietet, gerne, aber nee, ist halt hier schwierig bei uns. Kommt drauf an, wie gut du es haben willst, ja. Ja, es sollte schon, wenn es schon, sag ich mal, professionell gemacht wird, dann sollte es ja, denke ich mal, schon. Okay, dann sind wir, glaube ich, alle raus. Ja. Nee. Leider aus Österreich. Ja, okay, stressfrei. Aber dann erstmal schöne Grüße nach Österreich. Ihr habt es ja noch ein bisschen schwieriger da, ne, mit den Auflagen, als hier in Deutschland. Sven, was wolltest du? Braucht ihr Hilfe? Noch auf ihr habt aber keinen tiefen Gubber. Nee. Das Feld muss so gesagt gepflückt werden. Das ist dann Sollen wir zwei mieten? Nee. Hat der Lohner zwei für uns? Was? Die Corona-Dinger? Nee, hab ich nicht. Jetzt fängt's im Chat an, weil wir. Aber kann ich. Fanfarmer, nee, einen richtigen Landwirt haben wir, glaube ich, nicht dabei, ne? Doch. Doch, ja. Ja, Ferdi. Ferdi? Ah, okay. Ja. Kronen, moin moin. Mittleren Bauer. Alex, du kannst mich dann ruhig mal auftanken. Ja, dann komm du aber auf die feste Platte, weil ich fahre mit dem LKW nicht auf dem Acker. Das Problem hatten wir einmal. Wo stehst du denn? Hier vorne. Sonst miete zwei einfach. Okay. Aber, das macht keinen Sinn. Wir sind hier fast durch. Ja. Das macht keinen Sinn. Wie weit seid ihr, Matze, mit, Nee, könnt ihr nicht helfen. Nee, hier brauchst du nichts. Darion,
vielen Dank fürs. Oder Dario? Da. Dorian, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ihr könnt trotzdem zwei mieten. Ja. Und dann einmal unten seht ihr Grasfelder. Da überfährt der Kerl mich einfach. Ja. Sollten wir den nicht erst mähen? Wer es verdient hat, ne? Die einmal umreißt. Hast du? Wieso? Elektriker kann ich anbieten. Okay, Zieh war ja sehr cool. Maler als Beruf, Landwirtschaft als Hobby. Mit 15 Hektar und 40 Hektar Wald. Das ist schon mal ordentlich. Das ist ja noch, noch echt süß. Ja, aber 40 Hektar Wald ist doch schon ein bisschen. Ja, ja, als Hobby. Als Hobby muss. Als Hobby, ja, als Hobby schon. Dorian, moin moin, schönen guten Abend. Welche Map ist das? Einfach mal Ausrufezeichen Map. Und da ist das die Geisitzberg dann. Kann ich abpumpen? Warte. Ich muss mal gucken, ist hier der Schieber? Hier, oder macht das nichts, wenn wir hier Grasflächen, wenn das nicht geflügt ist? Hast du den Schieber hier aufgemacht? Nee, macht nichts. Das macht nichts. Macht nichts, aber Tracht, dann lass es so. Ja, Grasflächen pflügt man eh nicht. Erst nach fünf Jahren. Ich weiß, nur wenn das ertragsmäßig was bringt, denn. Nö, nur bei. Okay, funktioniert. Nur bei Normalflächen, glaube ich. Ja, bei Normalflächen musst du ja sowieso um. Jo, der kommt rüber. 20 Kalten. Ah, das kann ich übernehmen. Kalten. Kalken. Nicht flüten oder truppern, sondern kalten. Was ist das denn hier noch für ein Hof? Schweinehof, oder? Das ist der Schweinehof, ja. Ja, auch nicht schlecht. Wenn ich nicht schon mit meinen Projekten so viel zu tun hätte, hätte ich gesagt, ich übernehme den noch. Ja, stimmt, Luca, da hat man auf jeden Fall immer was zu tun. Als ich die Geiselsberg gespielt habe, habe ich auch hier den Hof gehabt und dann. Und so, welche Fläche muss ich gefallen werden? 27. Ihr seid doch gerade auch beim Schweinehof, ne? Ja. Kannst du bei den Haien die Tür rauchen? Nur wenn du im Schweinehof drin bist. Ja. Ja, da musst du dann wieder dieses Lohner-Status geben. Casey und Brown. Und dann kann einer mit dem Düngerstreuer los. Ja, sehr cool, Stressfrei Gaming. Ja, wir haben nur einen Kalk- und Düngerstreuer. Paul, Loading Paul, schönen guten Abend. Lars. Ich hab 83, 84%. Hättest du einmal einen großen Kalkstreuer für uns? Ja, den Bruns am besten, den finde ich ganz schick. Ja, was auch immer. Da muss der Lohner ja sagen, was er hat. Der Bruns sieht doch an, aber der passt auch hier drauf. Also die 27 soll ich düngen, kalken. Ja. Das aber, kann ich, das mach ich voll. Jo, bin voll. Macht ihr denn hier mit einem vom Lohner, wenn der einen hat, einen Kalkstreuer? Muss haben wir? Und jetzt wieder den Trigger für den Schieber finden. Und dann kann der andere mit dem Düngerstreuer. Sven, dann fährst du mit Düngerstreuer los, ich fahr mit Kalksteuer los. Und Handsymbol bedommst, dann kannst du auch den Schieber schließen. Leider nein. Leider gar nicht. Achso, ist ja Matzes, dann muss ja Matze wahrscheinlich selber machen. Warum? Weil ich kann den Schieber nicht schließen. Müsstest du. Oder ich finde den Trigger nicht. Weil ich kann nur Schlauch abkoppeln, wenn ich da hingucke. Ja, den Schieber kann man beim Fass nicht schließen, bei dem Zubringer. Nee. Ich rede auch nicht vom Zubringer, ich rede vom Güllefass. Nee, der Schieber war aber, glaube ich, auch gar nicht auf. Also hast du den aufgemacht vorhin? Nö. Ich auch nicht. Okay, wenn uns jetzt die Kacke entgegenläuft, haben wir Pech. Nee, der ist zu. Der ist zu. Abdoppeln, wenn der Schieber offen wäre. So, Lars, habt ihr jetzt einen Kalksteuer? Ja. Steht am Ende. Ich komm den holen. Mal gucken, Stressfrei Gaming, weiß ich noch nicht. Nachher sagen, was du alles dafür kriegst. Ja, sei Bescheid. Dabei ist ein Ton. Außer wenn du erstmal. Sorry, Leute. Erste 20 Maschinen umsonst. Ja. Erste 20 Stunden mal wieder Maschinen umsonst. Kalk kauft er selber? Ja. Okay. Hätte ich den auch zugefahren. Was für Trassfeld haben wir denn? Alles. Du weißt, dass du Kalk auch nicht im Big Bag kaufen musst, ne? Ja, Kalkstation. Ja. Ach so. Bei Kalk ja, aber alles andere musst du in Big Bag kaufen. Was wollen wir oder Paletten. Wollen wir denn mit so viel Gras anfangen? Heu, Silage. Wir haben Kühe, wollen ja Kühe, wir haben Ah, stimmt.
Alles klar, mach das, mein Bester. Das ist Deltwelle Nummer 1, Peter. Guten Abend, Paul, dir. Wir müssen ja die irgendwie am Laufen halten, alles. Ja, stimmt. Ja, noch läuft die gar nicht. Jo. Aber nicht laufen ist nicht gut. Ja. Zu zweit schafft man nur mit 3 Meter tiefen Lotterer und was. Jo. Ja, hat man ja auf Stelle 3 gemerkt, also es ging doch relativ fix. Was steht denn jetzt an als nächstes? Sehen, eigentlich. Okay, okay. Ja. Das Ziegenbart, 99, Momon. Heute mal Geiselsberg. Paul Dier, wir sind von der Kanelin zur Geiselsberg gewechselt. Also, das ist jetzt so gesehen das zweite Projekt. Und wir müssen halt schauen, wie es mit der Rade weitergeht. Ob das performance-technisch sich bessert oder nicht. Da müssen wir halt auch nochmal gucken. Mika! Hi, Jungs. Schönen guten Abend. Willkommen. Herzlich willkommen. Diese Serverprobleme sind, wenn ihr Rade spielt. Nee, es liegt an der Rade, es liegt nicht an dem Serverproblem. Also sagen wir so, die CPU von diesem Server ist auch sehr gut ausgelastet. Fuzzi, schönen guten Abend. Aber wir haben ja nicht solche Ruckler. Nee, also liegt es an der Karte, dass die irgendwie den Server zum Über... Vielleicht wird die Rade auch erstmal so lange pausiert, bis, sagen wir mal, vielleicht eine andere Map da nochmal kommt jetzt. Dann lassen wir das Projekt erstmal pausieren, machen die auf der Geiselsberg erstmal weiter und sobald, sagen wir mal, vielleicht die Bindebach oder sonst irgendwie eine andere Map kommt, werden wir vielleicht dann wieder mit dem kleinen Team, mit dem paar Leuten, die wir ja vorher auch nur waren, dann vielleicht da, so gesehen, von der Rade aus umziehen. Wisst ihr, was ich meine? Oder wir warten einfach, bis das Rade-Update kommt. Ja, oder so halt, ne? Mal schauen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich dann bei einem Performance-Update oder so. Also Lars, du hast den Düngersteuer oder was? Steht am... Nein, der Düngersteuer steht unten am Hof. Den Kalkstreuer hole ich gerade. Achso. Genau, Hey Sven, du warst doch schon mal mit dem Düngersteuer los. Ja, da war Kalk drin vorher. Ja, aber kannst jetzt ja irgendwann mal reinfüllen. Paul Dier, ich könnte schneller fahren, klar, aber ich bin ja hier am Grubbern so gesehen, ne? Lars. Das finde ich sowieso sehr spannend, wie ihr da Kalk auf. Ich glaube, der Düngersteuer ist ein bisschen unpassend. Warum? Das ist der große Bredelsteuer. Ihr habt noch ein Dings gebracht. Ja, was? Wo ist dein Problem? Ja, ja, wenn der Schlepper zu klein ist, dann musst du den Lohner noch nach einem großen Schlepper fragen. Ja. Das ist alles Geld. Was ist los mit der Rade? Oder du nimmst dir den 80-20. Klar, Lexion, auf der Rade haben wir halt ziemliche Probleme, also sagen wir mal Serverprobleme momentan, also dass es ziemlich am Laggen ist und so weiter, also es macht momentan nicht viel Spaß da. Ich muss mal schauen, was da das Problem ist oder so, keine Ahnung, muss ich erstmal drüber gucken. Und bis dahin müssen wir das erstmal pausieren oder halt mal schauen, wenn dann vielleicht nochmal irgendwas anderes kommt, dass wir dann vielleicht so weitermachen. Mal schauen, kann ich noch nicht zu 100% sagen, mein Bester. Aber das kannst du nicht auf dem Hof machen, nicht auf den Hofplatten. Das musst du irgendwo machen, wo keine Platten auf dem Hof sind. Ja. Weil das keine Sitztour sind, ist, sondern Objekte. Ja. Musst du irgendwie. Okay, Paul, ja, dann machen wir mal 12. Kuhweide oder so. Ja, machen wir 10. Ich bin einmal kurz AFK. Ja. Jan? Oder. Ja. Ich wollte nur noch mal kurz was klären. Und zwar. Wie schaut das eigentlich aus? Ist das hier, oder soll das hier, sagen wir mal, realistisch gespielt? Also, oder ist das hier mehr, weil da hat er auch im Chat schon mal oder sonst was gefragt. Oder, ja, eher so ein bisschen. Also, ich spiele immer generell, versuche ich persönlich, weil das mein Anspruch an mich selbst ist, weil ich so Landwirtschaft kenne und mache, immer sehr realistisch zu spielen. Okay. Also, so gesehen, so gut. So realistisch. Ja, so realistisch, wie du es kannst. Okay, nee, weil du schon öfters jetzt gesagt hattest, dass das ja nicht so ist. Jetzt vorhin. Moin, ja, Wilke, der Zocker. Wenn das Vorgewende, wenn du jetzt beim Grubbern machst, jetzt eigentlich erst machst das so gesehen als Nachgewende. Du fährst ja erst die Rauf-Runterbahn und machst dann hinterher das Vorgewende. Okay. Und das hat jetzt Arne nicht gemacht, aber da töte ich jetzt keinen für. Nee. Ich versuche das auch, aber zum Beispiel sowas wusste ich nicht, dass man das deswegen macht. Ja, nee, wie gesagt. So gut es geht, so gut du es kannst, nach bestem Wissen und Gewissen und sonst
Fragen kann ja jeder, und sonst sagt das hier bestimmt auch einer, der sich auskennt. Wenn das mich wird ja sowieso spätestens der Chat berichtigen, wenn ich was falsch mache. Genau. Deswegen mache ich mir bei dir gar keine Gedanken. Genau. Bei mir immer, wenn aber du meine Väter sich antwortet, die ich gemacht habe. Aber du kannst ja zum Beispiel auch mal ein bisschen schneller fahren, Matze. Ich hatte eigentlich auf 10 km/h gerade gestellt, jetzt war ich wieder auf 8. Ja. Moin, Zopper oder Zocker. Schönen guten Abend. Zum Beispiel weiß ich jetzt auch nicht, wie schnell man beim Gülle eingrobern fährt. Das ja, da habe ich auch keinen Plan. Also John Deere hatte vorhin geschrieben, man kann auch schneller fahren beim Einecken. Ist ja Einecken und kein Eingrobern im Endeffekt, ne? Ja, dann kannst du ja eigentlich auch. Ich habe jetzt mal auf 10 erhöht. Naja, 10, 12. Ja, 12 hätte ich jetzt auch gesagt. Dann machen wir 12. Moritz, schönen guten Abend. Es kommt halt drauf an, wie die Bodenverhältnisse sind, ne? Wenn du jetzt sammelige Bohnen hast. Ja, ne? Ja. Wenn du sammelige Bohnen hast, dann kannst du da auch mit 13 rüber. Ja. So knapp, ja. Halt muss ich auch kaufen. Dünger muss ich auch kaufen. Ja, okay, Fab. Ja, 12 Gramm habe ich ja jetzt auch gemacht. Ja, nur Teilstation-Tipps. Müssen wir bei Händler eigentlich noch so platzierbar hinbauen. Ne? Habe ich auch schon überlegt. Oder unten am Hof, weißt du? Ja. Nee, mach mal am Händler. Oder beim Lohnhof. Ja auch oder so. Oder beim Lohnhof, genau. Ja. Ja, okay, Lennart. Ja, noch habt ihr ja gar keine drauf. Nein, haben wir noch nicht. Spielt ein Nico bei uns mit? Spielt hier Nico mit? Nee. Nee, ne? Da nicht wusste. Nee, Krone, außer warum? Neu. Also uns sagt kein Nico was. Außer einer hat sich nicht als Nico vorgestellt. Was? Und wenn wirklich dann nicht da? Keine Ahnung. So, wir können jetzt gleich wieder auffüllen. Ach. Jetzt hatte ich das die ganze Zeit unten. Ich dachte, der hätte ausgeholt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich was sagen, aber ich dachte, klar, der weiß schon, was er tut. Aber warum hast du nichts gesagt? Du fährst an der Schalte, wenn du gefahren bist, oder? Ja, klar. Ja, das hat er. Das hat er. Aber irgendwie flackert meine Seitenkonsole auch. Ich hoffe, die geht nicht kaputt. Weil ich habe nämlich drauf gedrückt und der hat nichts gemacht. Irgendwie flackert der Knopf an dem Joystick hier, diese LED, die da dran ist. Dann musst du einmal den USB-Port einmal rein und wieder vorstecken. Okay. Mathis, schönen guten Abend. Heiko, schöne Grüße nach Österreich. Nee, Ostfriesland, Aurich. Achso, ich habe Österreich zuerst gelesen. Ja, schöne Grüße nach... Ist ja das gleiche. Ostfriesland. Absolut. Ist ja die gleiche Richtung, ne? Die gleiche Ecke. Genau. Ist einfach gleiche Richtung, passt beides. Genau. So, dann pumpen wir mal wieder, füllen wir mal wieder auf. Oh. Mein Part. Yay. Da brauche ich noch einen. Du hast den spannendsten Job heute Abend, Alex, oder? Bisher auf eindeutig. Jeden Fall. Eindeutig. So, wie immer, ne? Lass stehen. Du eine Arbeit muss auch gemacht werden. Ja, klar. Ja. Wo ist der Schlauch denn jetzt hin? Du hast den da draufgelegt auf dem Dingens. Blödes Mistviech. Der Twitter von diesem Bell ist bisschen sehr atomisch. Also, Jan, ich soll die Wiesen düngen oder was? Genau. Mit Festdünger. Guck ich jetzt gerade mal, was schon ist. Wieso so viele Nüsse rein nicht mit dem, oder? Oder könnte ich auch wieder denken? Ne, bald sind schon. 1, 2, 3. Ja, versuch doch überall was drauf zu schmeißen. 4. Ja. Nur falls immer dünner drauf. Auch wenn am Ende pro hätte 800 Liter Lied. So, ist am Pumpen. Und Ferdi? Der ist gerade weg. Ah, okay. Aber es muss noch alle Felder müssen noch gesät werden, ne? Außer meiner, ja. Achso, ja, okay. Wer steht hier gerade so am Lohner? Nee. Ja.
Ja, aber ist egal, das gehört uns nicht. Ich dachte, das gehört uns. Was? Eine Wiese unten bei der BGA. Aber hier musst du keine Schläuche anschließen, ne? Vom LKW zu dem... Nein. Nö, nö. Hä? Wo? Ich bin aber kurz... Ach so. Hinten bei dem Pass. Nee. Das ist Standard, ne? Ja. Nee. Geht das an der Burger jetzt eigentlich mittlerweile? Ja. Okay. Wir haben auch gestern... sind wir damit als Zubrenner gefahren. Oh, bin wieder da. Jo, passt denn in das Annaburger eigentlich? Ja gut, aber mehr... muss ja jetzt nicht unbedingt mehr rein. Da... in den Pass passt mehr rein. Als da im Annaburger. Ja, ja, ja. Musikspieler, ja, schön genau. Du kannst keinen? Warum kannst du nicht? Musikspieler? Wie viel hast du noch drin überhaupt, Alex? Ich hab jetzt noch knapp 7500 drin. Okay, ich pumpe dir noch ein bisschen was raus. Dann kannst du eigentlich gleich losfahren. Ich fahr jetzt eben. Ja, ich wollte gerade sagen, na, wenn du jetzt voll bist, fahr ich einmal los, hol nach. Ja, aber am besten vorher machen wir den Schlauch ab, oder? Ja, ich zieh dich auch hinterher. Machen wir eine Standleitung. Kann man eigentlich nicht mit den ganzen Schläuchen eine Standleitung machen mit 5000 Pumpen dazwischen? Kannst du. Direkt wäre sicherlich machbar, ja. Das wäre doch mal was. Aber wie lange willst du da pumpen? Ja, überleg mal, wie viel Pumpen du brauchst, damit das da nicht nur ein Tropfen ankommt da oben. Oh, Kalk ist so. Ja, ist voll. Ja. Okay, gracias. Also theoretisch könnte man da ja auch noch einen Güllecontainer hinstellen, aber für die Fläche dann Güllecontainer. Nee, das wäre ein bisschen übertrieben. Ja. Das ist wie mit Kanonen auf Spatzen ballern. Ja. Wer ist eigentlich der Chef denn jetzt da unten von dem Hof? Der Jan oder was? Gibt keinen Chef. Ah, okay, Musikspieler. Musikspieler, was hast du denn für ein Budget? Fragen wir erstmal danach. Das wäre so das Wichtigste. Also macht jetzt Lars im Endeffekt allein hauptsächlich den Lohner oder mit Alex immer? Alex. Ich bin jetzt das erste Mal dabei und ich weiß auch nicht, wie oft ich da sein werde, außer halt jetzt der Streams. Deswegen habe ich alles zum Lohner gestellt. Ja, ich bin abgeschoben worden. Okay. Ja. Immer so böse Worte benutzen. Moin, Herbie. Schönen guten Abend, mein Lieber. Namen Gok, herzlich willkommen. Boah, jetzt ruckelt's aber. Hab ich auch gerade. Ja, hatte ich auch gerade, aber ein paar Minuten schon vorher. Ja, jetzt ist halt wieder Hauptzeit, ne? So langsam. Beim Zocken. Habt ihr gerade Container hier Big Packs gekauft? Ich hab zwei geholt, ja. Alles gut, Gok. Und selber? Okay. Ah, nach Letz. Naja, nicht alles gut, aber soweit, sagen wir, den Umständen entsprechend. Ja, gestern dumm gefallen auf der Treppe und hab mir die Schulter ein bisschen, erstmal ausgerenkt oder ausgekugelt, wie man es auch immer nennt. Und halt, ja, überdehnt und so weiter, die linke. Und ja, sind schon gut Schmerzen noch. Aber naja, was willst du machen? Aber alles macht Matze kaputt, sogar sich selbst. Genau. Aber links oder rechts? Links. Naja. Ja, es ging noch. Denke mal, okay, Musik schwer. Ja, damit kriegt man was hin. Und du willst aber auch nur den LS spielen damit dann? Ist noch jemand aus der Truppe live? Ja, der Alex. Ein Blue Silver. Standard, oder? Mhm.
Der Blue Silver Wolf 92. Auch genau der mit dem Schlauch kämpft. Ja, genau. Ja, der backt da so blöd fest, wenn man den am Fass festmacht. Jo, danke, danke, Gok. Aber ich war heute schon beim Röntgen und beim Ultraschall. Also ist auf jeden Fall ja nichts gebrochen, nichts gerissen, keine Flüssigkeit irgendwo ausgetreten oder sonst was. Und wird's ein Mädchen oder ein Junge? Naja, das konnte der noch nicht sagen. Aber was willst du machen? Ich bin halt böser Mensch. Mensch bist du? Wow! Also, ich soll nicht so gehässig sein, aber ja, weißt du. Hallo, Alex hat ja auch gerade gefragt. Moin, Skittles. Ach so, Skittles, das war das ja. So, wie heißt er? Wie heißt wer? Ach so, Blue Silver Wolf 92 muss eingeben. Ja, dessen Name nicht genannt werden darf. Andre, hello, welcome. Guter Versuch, Alex. So, alten LS oder C gespielt. Hallöchen. Minecraft, ah, okay. Ja, okay, also da solltest du auf jeden Fall was hinbekommen für das Budget. Ich habe auf andere Seite der Feld Indel erstmal weitergemacht. Hm? Ja, ich habe auf anderen Seite der Feldinsel. Weiter. Mathis, ja moin. Ich esse erstmal was. Schon wieder? Hä? Hey, ich habe heute noch gar nichts gegessen, bis auf mich kommen. Ich muss auch eigentlich gleich mal was essen. Mathis, danke fürs Follow. Und das Ziegenbad, ja moin. Diese Namen auf Twitch immer. Das sind auch schöne Namen. Ja. Lassen. Auch auf YouTube immer so, also den richtigen Vornamen und so. Und auf Twitch sind die richtigen Dude-Namen. Das Ziegenbad, auch dir danke für dein Follow. Hast du ja gerade schon gesagt, oder nicht? Nee, dem habe ich nur begrüßt. Ach so. Er hat bestimmt Hallo geschrieben und in dem Moment auch Follow. Detlit. Ah. Siva, danke für dein Follow. Siva, der Gute, ist bei dir? Nicht Siva, Siva. Das haben wir schon mal geklärt, Matze. Ja, Siva. Sie oder er war, weiß ich doch nicht. Oh, Mann. Oh, Zwickmontomedia. Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Das habe ich schon wieder nicht aus. Oder was? Doch, nee. Hä? Zwickmontomedia. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen hier. Nigo! Oder Nigo! Moin, moin. Schönen guten Abend. Alex, wie viele Follower hast du? 512. Sehr gut, da haben wir die 500 schon mal stabilisiert. Definitiv, ja. Die nächste Zahl wäre die 1000, ne? Du Irre. Nicht? Wenn wir das erreicht haben, wird der Papst evangelisch. Was hast du über die 500 gesagt? Hast du auch gedacht, ja, gut, das wird nichts. Ja, aber gut, das ist ja jetzt wieder eine Verdoppelung. Also, das wäre schon extrem krass. Und du musst immer verdoppeln. Ja, und bei, wenn die 1000 erreicht sind, ist das nächste Ziel die 10.000. Ja, und bei erst nach 10.000 ist das nächste Ziel die 100.000. Ja. Dann werde ich nicht mehr erleben, glaube ich. Du hast ja gesehen, letztens hat mir ja auch ein Angebot gemacht, wo du Follower kaufen kannst und Zuschauer. Das zählt ja nicht. Ist der wirklich Unternehmen, die das wirklich somit ihr Geld verdienen. Ich weiß nicht, was bringt dir das? Nichts. Du hast dann irgendwie 200.000 Follower. Du kannst ja einen auch runterholen. Aber Zuschauer. Das wird doch kannst du keinen runterholen. Ah, okay, Zwicky, alles klar. Super, super. Du kannst auch irgendwas mieten, dass die dich dort im Forum reinstellen und dann vielleicht die Zahl, die du getauft hast, wirklich erreichst oder so. So, jetzt ist das Fass aber auch leer. Das Ziegenbad, ich stream ungefähr genauso lang wie Matze. Gülle, alle, ja. Gleichzeitig Feierabend. Metzler, ich hab's auch gerade gemerkt. Der über rund 10.000 Follower hat. Ja. Oder 100.000. Ja, Gronkh.
LS-Streamer. Achso, LS-Streamer, das habe ich nicht gehört. Bei Twitch nicht. McManus und ja, Werner? Hat der Werner 100? Von Burning Gamers nicht auch? Werner, nee, weiß ich nicht. Also auf Twitch, hat ne? Hat Burning Gamers über 10.000? Auf Twitch weiß ich es jetzt nicht. Ja, auf guck YouTube dann, schon seit 15er, glaube ich. Ja, auf YouTube hat er über 100.000. Ja. Bist du, ach, du bist noch gar nicht da, wa? Lucky, moin moin, Jürbine, moin moin. Egal, da ruhig. Jetzt weißt du, wie es ging. Arne, jetzt weißt du, wie es dir ging. Mit 6 km/h und Güllefass. Ich warte dann hier an alter Stelle, ne? Jojo, bin unterwegs. Wie viel haben wir denn überhaupt da drin? Wo haben wir die Gülle denn eigentlich her? Bei der 19, etwas oberhalb der 24 mitten im Wald ist ein Gülle-Dinger. Ja, die Burning Demons hat 17.000 Follower. Oh. Ich spiele ohne Lenkrad. Lucky, schönen guten Abend. Was war mit den 10.000? Die wollte Alex gerne an Follower voll machen. Genau, Jojo Biene, das ist die Geiselsberg, genau. Wir mussten leider von der Kanellinie zur Geiselsberg wechseln, also mit dem zweiten Server. Und das Problem war halt auf der Kanellinie, es war sehr performance-lastig für manche. Und deswegen war das halt der beste Weg. Lukas, 4K, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich bin hier, guck mal, Freiwillige Feuerwehr, das ist aber auch ein riesen Feuerwehrhaus hier, ne? Mhm. Ein halbes Fahrzeug soll da wohl reinpassen. Na, da ist nur ein, wahrscheinlich so ein Feuerwehr-Anhänger, TSW-Anhänger dran. Ja, wenn du auf jeden Fall, wenn du... Da steht noch so ein altes Ding drin. Wenn du durchs Fenster guckst von der Seite, da steht da gar nichts. Da siehst du nur die Straße auf der anderen Seite. Feuerwehrkutsche. Freiwillige Feuerwehr. Feuerwehr. Nee, wir haben tatsächlich bei uns im Ort, im Nachbarort auch noch so ein ganz kleines Feuerwehrhaus und haben sie so ein uraltes Feuerwehrauto drin stehen. Freiwillige für mich, ja, für alle. Wir brennen für den Einsatz, alles andere können wir löschen. Das Schlimme ist, die bei einer Freiwilligen in Feuerwehr sind, machen am meisten mit Feuer. No. Ja. Das sind die größten Probleme. Aber die wissen wenigstens auch, wie sie das auskriegen. Das ist der Unterschied. Ja. Das hat einen Grund, warum die meisten... Was machst du denn da? Der LKW hat mich angegriffen, der Betonmischer. Mhm. Eindeutig. Was hört denn das? Verdammte Drecksteil. Burning Gamers hat 17.000 Follower, ja. Das siehst du. Ja, aber die sind ja auch um einiges größer, auch auf YouTube und so weiter, ne? Das ist ja auch ein großer Punkt. Ah, danke. Der 69.3 sieht aber ganz gut zu ziehen mit dem Kalkschreuer. Hä? Ich kenne Videos, wo die mit den letzten hier fahren. Ach, stimmt, die gibt's auch noch. Ja, so Geistesgestörte gibt es, das ist richtig. Och, Mann! Alter, was machst du denn da? Was machen die Autos da? Ja. Geh wieder ins Bett, das hat keinen Sinn. Hier ist Stau auf der... Rams am Posten. Stau auf der A7. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Na und schicker Schlepper. Diese Straße umfahren, ja, da man. Sven, hast du den ausgehoben, den Düngerstreuer? Ja. Hinten? Ah, okay, der hängt so weit runter. Nee, ja, jetzt. Wollte schon sagen. Ich hab schon vergessen. Ich glaube, ich hätte doch Dünger streuen sollen. Wieso? Willst du tauschen? Nee, lass mal, für die eine Bahn hier noch zu tauschen, lohnt sich nicht. Du kannst dir denn auch Dünger in deinen Rhein füllen? Ja, der Düngerstreuer, den ich hier gerade habe, gehört der Lohner. Meinst du, ja, das würde passen von der Schlauchlänge? Allgemein gemietet, heißt nicht, dass wir nur eine Aufgabe damit erledigen dürfen. Ja, ich muss gerade mal gucken. Wo Alex? Ich muss einmal drehen, ja. Jetzt zahlen die Maschinen nach Stunde. Scheiße, wir haben jetzt eine halbe Stunde gehabt ungefähr. Wir zahlen nur die Hälfte des Preises. Hey, Lars muss wissen, was er dafür nimmt. So, mach mal eine Tabelle raus. Warte. Du hast eine Tabelle dafür gemacht? Sollen wir an der Playlist machen?
Cases, moin moin, schönen guten Abend. Oh, oder Case CS, mein Bester, schönen guten Abend. Und Venki 879, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich mach mal eine andere Playlist hier dran. Ah, Santiano heute Abend mal wieder. Jojo 23, wieder. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen, mein Bester, schönen guten Abend. Steht Auto bitte vor mir. Ja, das reicht, das ist okay, fahr, kannst du ein Stück vorfahren. Ja, das ist gut so, dann fahre ich ein Stück zurück. Nee, bleib mal stehen. Ja, dann machen muss ich trotzdem wegen der Pumpe. Was ist denn mit den Autos los? Die stehen hier so fest. Hat jemand von euch Netflix? Ja. 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 Premium? Ja. 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 Anders. Kann ich damit rein? Ich hab schon alle durch, alle. Ja. Ich bin bei auch mir so. Auch. Der Zockerborusse, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Du lass dich doch angucken, du blödes Mistviech. Reicht da, glaube ich, wenn wir dann einen haben, ne? Einen Schlauch, oder? Von der Länge? Ja, ja, aber der muss trotzdem angekoppelt werden am Fass. Welchen Hof wir betreiben, Paul Dier? Den neuen Kuhhof, also unten. Genau, den großen Kuhhof hier unten. Also den neuen und den alten so gesehen zusammen. Und Lars hat hier in der Mitte vom Dorf hat er den Lohner. Und sonst haben wir noch die BGA, die kleine Biogasanlage. Weil die gehört mit zum Kuhhof. Genau. Jetzt taucht man das zusammen, oder? Ja, fangen wir drüben an. Auf der anderen Seite, weißt du? Ja, Mont hat über 2 Millionen Follower auf Twitch. Der Mont ist ja auch... der spielt ja auch nicht LS. Moin Agrar Marvin. Hat die Map Zusatzfrüchte? Ja, ich meine schon. Ja. Ja. Tritikale, genau. Und Roggen. Genau. Inge, moin moin, schönen guten Abend. Komm jetzt in den Ali. Boah. Zwicky, nee, die Kandeline ist zu performance-lastig für manche. Deswegen sind wir auf die Geiselsberg gewechselt. Spielen wir mal zusammen. Wanky, schwierig. Einfach auf den Discord kommen und dann, wenn man mal im Stammtisch ist oder so, einfach reinkommen, dann muss man erstmal schauen. Also es ist immer schwierig zu sagen, ob man mal zusammen zockt. Und so einfach ja. So zusammen zocken, das ist zeitlich sowieso schwer. Also technisch gesehen ist es nicht schwierig. Einfach, wenn wir da sind, einfach mit dem Stammtisch kommen. Genau. So haben es hier alle gemacht. Ja, gut, ich musste vorher noch meine Seele verkaufen, aber da ich die eh schon verpfändet hatte. Ja. Hey, Thomas! Haben wir schnell einen Pakt mit dem Bordü gemacht, dann hättest du das gemacht. Was? Ihr habt einen Pakt mit mir? Ja. Thomas, kennst du eigentlich diesen Häcksler 1991, der da hier unten steht, in der Leiste hier unten drin? Kennst du den? Hast du da irgend... eine Verbindung zu? Ich glaube nicht, oder? Wie viel hast du drin? 77%. Was haben wir denn jetzt schon vom Feld? Bitte? Wie viel haben wir denn jetzt schon vom Feld? Ach Gott, da müsste es ja mit der Tankfüllung hinkommen. Oder? Ja. Ich meine, ein bisschen was bleibt ja noch bei mir im Tank drin. 97, 98, 99 und 100. Das ist bestimmt ein anderer. Ja, das denke ich auch, Thomas. Also wahrscheinlich jemand, der sich für dich ausgeben wollte. Warum lässt er mich dir jetzt kuppeln hier? Moin, LS Froggy. Schönen guten Abend. Oder LS Profi oder? Jetzt schönen guten Abend. Alles klar. Ich mach mir mal Toast was zu essen. Jo, was gibt es denn? Toast, Brot, keine Ahnung. Mal trotzdem, was ich da habe.
bin doch ein Geizhals, ja, ganz genau. Das will ich auch sagen, oder Thomas? Wie geht's? LS Profi, mir geht's gut. LS Profi Egg, ah, so, okay. Ja, ein bisschen Schulterproblem, aber sonst alles in Ordnung. Ich muss ja auch ehrlich sein. Moin, Kicho! Der Friese, auch einen wunderschönen guten Abend. Hi. Habt ihr ungefähr eure Hektarzahlen? Wovon? Was ihr am Kalk, am Kalkstollen seid? Pico, schönen guten Abend. Und Bauer Uwe, okay. Auch schönen guten Abend. 21 halt nur. Wie viele Hektar das sind? Ja, das steht nicht. So, hier müssen wir noch einmal nachprobieren. Nein, den Mod habt ihr nicht drauf. Den Mod habt ihr nicht drauf. Ich würde mal schätzen, das sind so 1,5 Hektar da oben. Paul Dier, müssen wir gleich mal schauen, wie es weitergeht. Also, ich denke mal, wir gehen auf jeden Fall... LS Profi-Eck, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen, mein Lieber. Ich denke mal, wir gehen auf jeden Fall in die Einsaat noch heute. Ja, dafür müssen wir es auch spulen. Ja, ja. Also, wenn wir alle Felder, denke ich mal, vorbereitet haben, müssen wir mal schauen. Aber ist auf jeden Fall gut, was zu tun. Was ist denn noch zu tun vor der Einsaat? Wir müssen nur das Gülle-Feld fertig kriegen. Genau. Ja, eigentlich nicht, ne? Ihr seid durch da auf dem Feld, auf der 49? Foxes? Hört dich nicht. Die hören dich nicht. Achso, ach stimmt, die sind ja Essen. Die wohnen bestimmt zusammen, die zwei. Jan hat bestimmt gerade gerufen, Essen ist fertig. Moin, Bauer Maxi. Was ja, größtenteils sind die da durch. Ja, die sind zum Großteil durch. 15 km/h, Paul, dir? Ja, sicher? Ist nicht zu flott? Na, beim Güllefahren fährt man 8. Also zumindest mit Schleppschlauch. 8 bis 10. Oh oh. Was hauen wir denn jetzt eigentlich drauf auf die Felder? Gibt es da schon irgendwie einen Plan? Achso. Ah, okay. Haben wir schon. Ja, okay, sehr gut. Kann ich eben nachschauen. Handy raus. Ich weiß auch nicht, ob ich damit hinkomme mit der Ladung jetzt, ne? Ich glaube nicht. Ja, ein bisschen was habe ich ja noch drin. Ja, okay. Also, Matze, auf die 3 kommt... Der Verkehr steht. Ich glaube, den können wir ausmachen. Ja, wenn der einmal gestanden hat, dann ist vorbei. Guter Tat. Also Mats, auf die 3 kommt Raps, auf die 13 Raps, auf die 19 Gerste, auf die 27 Mais, 33 Raps, 40 Raps, 42 Raps, 45 Mais, 49 Mais, 56 Sonnenblumen, 52 Mais, 63 Mais. Eieiei, ah, ja, 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 haben wir gut was. Gut wird einzusehen. Ja, aber meist müssen wir eh noch, glaube ich, warten. Bisschen. Ja, ja. Ja, ja, von der Temperatur her, Bodentemperatur. Nicht nur von der Temperatur, du darfst den noch gar nicht einsehen. Man musste 3 Tage warten. 4 Tage warten. Dann kannst du den sehen. Ehrlich, noch okay. So lange? Ja, guck mal unter... Anfang Sommer? Anfang Sommer, Thomas? Nein, ja. Nein. Ja? Ende Frühling kannst du ja einsehen. Ja, noch 3 Tage warten. Ui. Denkst du, die neue Pellet rauskommen, die kann man auch zum Einstreuen nehmen? Die Pellets? Ja, wird genauso sein wie im 17er. Da konnte man es auch. Das ist doch sehr gut. Die Strohpellets kannst du zum Einstreuen nehmen und die Heupellets kannst du wie Heu verfüttern. Das ist doch super. 17, Kneifrosch, moin, schönen guten Abend. Kann die Musik lauter? Ja, kann ich euch ein bisschen lauter machen. So, Leute, stell dir das, Kalkstreuer wieder auf den... Hof. Lars, werde mir das Strohpellet auch aufnehmen auf den Top-Server? Danke. Ist ja kostenlos, warum nicht? Ah. Der hier gemacht, Alter. Wie lange wir schon streamen? Heute Abend sind wir jetzt... Ja. Gute Stunde, glaube ich, oder? Eine Stunde 20.
Ich bin eine Dreiviertelstunde, aber ich hatte ja eine 20 Minuten bestimmt, wo nur stand, gleich geht's los. Ja, ja. Bebe. Jan, du Farm als Farm, Ja. Gesundheit. Ah, danke. Wo soll der Düngerstreu hin? Zum Laufen hoch? Ja, wo da? Stellen wir irgendwo hin. Da, wo er trocken steht. Kannst du dir mal deine Rastflächen ausrechnen? Mir? Meine Rastflächen? Ja, eure Rastflächen, die ihr jetzt gekalkt habt. Ne, wir haben nur ein Feld gekalkt. Ja, nee, das war nur die 21, die wir mit dem großen Streu gekalkt haben. Ja, Ferdi, wieso hilfst du nicht beim Düngen jetzt? Mit dem? Ich bin gleich durch. Hab nur noch zwei Felder. Achso, ja, okay. Oh, ich muss dann noch mal kaufen, aber ich glaube, das langt sogar vielleicht auch. Ich weiß die Größe nicht, Lars. Da müssen wir den nehmen für, wie heißt der nochmal? Additional Field Info. Genau. Partybus, moin, schönen guten Abend. Gibt's nicht irgendeine Liste vielleicht im Internet? Nee. Hektarmäßig? Das ist der Tabel, nee. Wir müssen aber dieses Feed-Info-Mod reinnehmen, am besten, dann können wir es immer am besten wissen. In was reinsetzen? Was denn? Additional Field Info aus dem Mod-Hub. Haben wir doch. Da steht. Nein. Nein. Nur. Ja. Ja, ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Warum? Was ist kaputt gegangen? Falsch gesät? Ja, natürlich. Hast du lang gesät? Boah, Schluck auf. Noch ein Stück? Muss noch ein kleines Stück nach hinten. Ich wollte Gras einsehen. Und habe Weizen ausgewählt. Oh. Hallo, Borsuk. Hallo, hallo? Wusste nicht, dass Jan. Nee, Ziva. Das ist es aber auch nicht. Hm? Oh, oh, oh. Also wo haben wir denn diese Liste, diese... Jan, kannst du die, hast du Matze's E-Mail-Adresse? Nee, kannst was für Discord? Eine Liste? Fruchtfolge. Achso, Matze, dann bräuchte ich einmal von dir, du hast doch deine Geschäfts-E-Mail-Adresse, ist noch dran. Nein Gaming, also nein, unterstrich Gaming. Ja, warte. So at Yahoo. Nee, ich brauche eine Google-Adresse. Cat Gaming, schönen guten Abend. Ich habe nur Yahoo. Du hast doch einen Google-Account. Das ist mit Yahoo gemacht, der Google-Account. Da musst du ja keine Google-Adresse eingeben. Ja, weil ich brauche ein... eine Gmail um... Ja, für Google Drive. Schick ihm doch einfach die Adresse von der Datei. Ja, das kann ich auch probieren. Jetzt krieg ich gleich bestimmt 3000 E-Mails. Aber naja, eigentlich ist die E-Mail-Adresse auch überall bekannt. Warte, wenn du ihm einfach den Input und er öffnet, steht da einfach, sie wurde nicht freigegeben für dieses Dokument oder so. Doch, wenn ich ihm den Link zum Freigeben schicke. Marcel Hultmann... Was? Marcel Holtmann. Achso, Marcel Holtmann Spötter, mein Bester. Vielen Dank für 300 Bits, mein Lieber. Vielen Dank. Ach, Marco. Ach, warum lese ich mal Marcel? Marco! Marco hat sich umbenannt. Marco, vielen Dank für 300 Bits. Herzchen gehen raus. Jetzt bist du auf Platz 1, ne? Ja. Tatsächlich. Vielen Dank für den Support. Aber Dame ist auch sehr, 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 sehr gut. Also die Musik von dem. Dame.
Kannst du das nicht einfach per Discord mir denn schicken? Dann müsste ich das Dokument runterladen und es ist halt. Achso, okay. Okay. Ja, okay, Marco, ja, sehr deswegen cool. Deswegen haben wir extra das da drin gemacht, dass jeder die Veränderungen sofort hat. Ah, okay, ja, Google Drive, kann ich das denn nicht auch irgendwie anders dann? Weil ich habe jetzt nicht eine direkte. Also wenn du, hast einen du hast einen Google-Account, damit kannst du es dann öffnen. Ja. Ja, genau. Auch wenn du damit dein Google-Account hast, dann kannst du das öffnen. Und ja. Jeder, der einen YouTube-Account hat, hat auch einen Google-Account. Ja, dann schick mir einfach mal den Link. Dann kann ich das aber bestimmt dann öffnen, ich oder? Hab ich über Discord. Ah, ja, okay, sehr gut. Hallo, Sven. So, ich habe noch 4% Gülle. Ich glaube, ich komme mal eben zum Auftanken. Ja, danken wir nochmal eben nach. Bauer Uwe, mein Lieber, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich habe noch 14 Kubik drin, also das sollte gehen. Ja, wir haben hier hinten noch ein bisschen Vorgewände. Hier noch ein bisschen, das sollte schon passen. Ja. Für das bisschen verbrauchst du vielleicht. Also, ja. Kartoffeln wolltet ihr jetzt auf keine Fall mehr legen, ne? Nee. Nee, gut. Musst du reingucken ins Dokument, ich weiß. Nee, im Dokument steht nichts. Da haben wir für dies Jahr keine gute Frucht. Alter. Ich häng mir schon mal die Lampen hinter. Nee. Fertig. Mal guck ich mal, ob ich das hier öffnen kann. Wir können doch noch kein Mais sehen. Ach ja, stimmt. Entschuldigung, mein Fehler. Alles gut. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Auch mit meinem, mit der Yahoo-E-Mail-Adresse. Also Frucht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann die Felder. Ah, okay. Und das sind alles dann schon die Felder, die wir besitzen, ne? Wo, überall, wo was eingetraten ist, besitzen wir das Feld. Natürlich haben wir für die ganze Tate dann die Double angefertigt. Und ja. Ihr fangt jetzt dann quasi bei Frucht 1, 3 ne? an. Genau. Achso, Frucht 3, okay. Also ja, das soll nee, das Gelbe. Frucht 4. Nee, Frucht 3. Frucht 3, weil der gibt dir ja nur die letzten zwei Früchte vor beim Start. Genau. Ja, und Frucht 3 ist halt die Frucht, die jetzt drauf ist. Ja, das, genau. Davon reden wir doch. Wir legen jetzt die Frucht, die orange ist. Achso, Frucht 3. Also Mais, also genau, Weizen, Tritikale, Soja. Okay, dann pflanzen wir an Mais, dann Weizen, Tritikale, Sojabohnen, Roggen, Hafer, Mais, Raps, Tritikale. Ja, genau. Okay. Ja, ich stehe vor für 63 Tritikale. Ja, interessant. Dann lasse ich mir mal auf die Liste. Haben wir noch einen Schlepper? Und da geht großer Dank an Tim und Johannes, weil die haben das gemacht. Tim und Johannes, auch von mir. Vielen Dank. Tim, Timmy, Johannes? Seid ihr beide da? Ne, die sind beide nicht da heute. Die haben aber das gestern zusammen gemacht. Die haben gestern zusammen einer in dem DWS und einen und Tim geschrieben. Haben das gestern Abend komplett fertig gemacht. Zwiebeln und Tomaten sind auch gut. Ja, wir haben auch keine Zwiebeln und Tomaten. Der Friese. Haben wir hier irgendwo einen Saatgut gekauft, wo man Saatgut kaufen kann? Nein. Also und Matze, wenn du mal runter scrollst, ganz nach unten. Warte, da muss ich da mal eben. So, ja, ganz nach unten. Bis zum Ende. Ja, da hat Tim unten was angefangen. Da will er denn nicht die optimalen oder die optimalen Früchte schon gleich eintragen, dass man das alles wieder in den Arm. Achso, ja, das habe ich ja. Empfohlene Frucht dann danach, ne? Also vorletzte, genau. Dann letzte und empfohlene Frucht dann, ne? Genau. Und dann kann man so immer durch. Ja, gut, okay. Das kannst du ja nur in dem nachgucken. Nee, und diese. Ja, jetzt gerade in diese Tabelle eintragen. Und diese Liste? Ja, da gibt es ja keine Regel für. Kommt und ja immer drauf an, was vorher war. Genau, und das macht er. Und diese Liste. Da gibt es ja was. Genau, und diese Liste, die ist dann aber auch dann so gemacht, wenn ich da jetzt was drin ändere, ist das für alle dann, ne, gleichzeitig. Ja. Du kannst zum Beispiel mal. Oh, kannst du mal reinschreiben? Nee, muss ich ja jetzt nicht. Oder aber das ist. Ich schreibe mal in Frucht 11, aber, 14. Aber das ändert sich doch. Das mit der empfohlenen Frucht ändert sich doch dann immer.
Nein, eigentlich nicht. Nein. Wenn du nee, das ist normal. Früchte hast, hast du Universal Passenger? Ja, du musst es aber trotzdem jedes Mal in-game nachgucken. Was willst du fertig? Ja, aber dass du schon mal mitfahren. Weißt, was, dass du dir schon mal vorab was überlegen kannst, weißt du. Oh, hast auch, wer von euch hat Universal Passenger? Was? Alle? Ja, ich hab keinen Beifahrersitz. Nee, bei mir geht's nicht. Ich hab keinen. Ich hab auch deinen. Ich hab einen. Robert. Ich komm zu dir. Ja, Lona natürlich die fetteste Traton wieder. Entschuldigung. Das ist er, Lona. Allein die fettesten, stimmt doch kaum. Ich hab mir keinen 8er gekauft. Lars, man muss ja auch noch sich steigern können. Wie bitte? Man muss sich auch noch steigern können. Was hab ich? Ach, dein Gewicht ist unten. Oh. Okay, jetzt ist der Parkplatz für den LKW voll. Hallo. Auch gut. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut mit der Liste. Mhm. Wo hast du die Musik her? Bauer Maxi, das ist Discord. Santiano. Das ist Spotify. Spotify, das ist Santiano. Radio, Santiano Radio heißt die Playlist. Ich bin gleich wieder da. Wie eigentlich 90% der Streams. Genau, Santiano Radio oder seit letzter Zeit dann auch Landwirtschaftssimulator 19 die Playlist. Aber was willst du auch sonst hören, ne? Ist ja schwierig. Ja. Weil wenn ich jetzt meine Musik anmache, das ist für die meisten, glaube ich, nichts. Da in der Landwirtschaftssimulator-Playlist ist Musik von 5 Stunden und 22 Minuten drin. Deswegen. Oder ich habe eine Playlist mit 24 Stunden, aber... Naja, ich bin jetzt soweit fertig mit Arbeiten. Wie, du bist fertig? Durch. Ja. Ich bin durch, ja. Guten Tag. Ich hab alles Hallo. Fertig. Wer ist da? Drate vom Teufel. Drate vom Teufel, der Sporn. Ja, hallo Tim. Herzlichen Glückwunsch noch. Dankeschön. Ja, Tim. Herzlichen Glückwunsch, mein Bester. Ja, einmal nochmal persönlich. Wie jung sind Sie denn geworden? Ja, rund. Rund 20 oder was? Ja. Ja, dann herzlich willkommen dann in den 20ern. Ja, werde ich dieses Jahr auch noch. Ich krieg dieses Jahr eine andere Zahl davor. Jeder tritt eine Zahl. Aber du musst ja nicht putzen, ne? Von daher. Nee, das kommt erst in 10 Jahren, vielleicht. Tja. fällt fertig oder stimmt's noch da, aber. Ja. Tim? Ja. Sehr gut mit der Liste. Die hatte ich mir vorhin mal angeschaut. Sehr nice gemacht. Ich wollte das andere, was da drunter ist, nochmal fertig machen. Wahrscheinlich am Wochenende. Okay, aber so auf jeden Fall. Dass man schneller nachgucken kann. Ja, sehr cool. Darf ich die dem Chat mal zeigen, im Stream, oder soll die deine... Nö, kannst du ruhig zeigen. Soll das eure, sag ich mal, Eigenleistung bleiben? Das untere vielleicht würde ich noch nicht zeigen, das obere kannst du gerne zeigen. Vielleicht zeige ich das gleich mal, wenn der Chat das überhaupt interessiert. Ne? Kann ja auch sein, dass die das gar nicht sehen wollen, sowas. Wann können wir eigentlich anfangen, unsere Wiesen zu machen? Ich kauf gerade nochmal Dünger. Den Wechsel von 2 auf 3 hatte schon letztes Jahr. Oh, Ritter. So. Ja, bei 89 sollte das ja auch klar. Du musst nochmal ein Stückchen zurück, du hast hier was übersehen. Ah, ja, das ist für die Vögel. Baumwolle. Ich wollte gerade sagen, welcher Vogel frisst Baumwolle? Jeder. Ja, vor allen Dingen schon abgeerntete Baumwolle. Wo gibt's denn überhaupt Baumwolle? Mittel Amerika Dips eigentlich nur Baumwolle. Das war mal Baumwolle, was hier drauf war. Johnny Moos, schön, dass du das erste. Ja, dann freut mich, dass du das erste Mal dabei bist hier live. Und herzlich willkommen, mein Lieber. Guten Tag. Guten Tag. Badass mit Sonnenbrille. Genau. Ah, nee, ich guck weiter zu. Ich fang an Mathe an. Bei mir so langweilig, oder? Nö, das nicht, aber ich muss noch ein bisschen... Warum klettert Jan schon wieder auf mich? Ja,
warte, nein, nein, nein. Matze, was gibt's Neues? Ketten? Nicht viel, nicht viel. Momentan. Also, wir müssen die eine Pickup nochmal hochladen. Warte, Matze, kannst du einmal stehen bleiben? Mhm. So, wo ist der Sven denn? War da. Alle Bilder gemacht? Warte. Jetzt. Perfekt. Also das heißt, danach geht's dann, also ja, muss erstmal vorgespielt werden dann zur Einsaat, oder? Ja. Wenn ich fertig bin. Naja, was musst du noch am machen? Ach, Lars ist... Ja, okay. Ich hab echt so lange was bist du denn schon am Einsehen? Krass. Ah, okay. Wer macht denn noch was? Ahne. Hm? Ich stehe am Feldrand und esse ein Joghurt. Warum? Weil das Feld fertig ist. Ja, das und ist ich das dort... Nächste Feld? Entschuldigung, dass ich was esse. Alles gut. Kein... Entschuldigung, angenommen. Ahne, bist du das? Ja. Du hast aber einen schönen Traktor. Ich habe nur einen hellgrünen Namen über dem Traktor stehen, aber... Nö, bei mir nicht. Ah, du hast den... Ah, du hast einen 2. Wie viel war denn unten in der Güllegrube noch drin? Weißt du das? Alex geht gucken. Ist noch was zu tun oder? Da kannst du hochfahren. Oder? Alles Waldrahmen, moin. Justin Milko, ja, mal keine Ballen. Ne, heute keine Ballen. Moin, Waldra. Komm, heute nur Dülle. Deine Antwort, du bedommst deine Ballen. Noch nicht. Solange es keine Rundballen sind. Na, nee, doch, aber nee, mit der Ballengabel letztes Mal, die war ganz gut von Tschech. Also damit geht das eigentlich ganz gut. Also ich fand Jan seine Aktion am besten letztes Mal. Jan seine Aktion? Was denn? Ja. Wenn man das zweimal hingelegt hat. Achso, ja. Letztes Mal war ich nicht dort. Welcher Anfall? Der Bulldog war müde. Hallo. Wer ist denn das hier? Ja, cool, Waltra. Ja, cool. Ja, hier gerade bei Matze auch noch rum. Alles klar, der Friese. Dann guten Hunger. Lass mich. Fanfahrer 500, moin. Alter, würde ich 3 Meter ist perfekt für die Straßen hier. Oh. Mit 4 Meter bin ich beim Händler feststecken geblieben. War ein bisschen zu breit. Kenners, wie ist denn jetzt euer Plan zu Ostern? Was? Wie ist denn jetzt euer Plan zu Ostern? Hab keinen. Ich dachte... 24 Stunden Stream. Genau. Eigentlich wollte ich das dann in den Urlaub fledern. Ich wollte ja eigentlich am Freitag, am Samstag New York war das, oder? Genau. Bist du schon wieder? Nee, du bist auf der Rück. Ja. Aber ist ja alles, ja, nix. Oh, ich wäre jetzt auf Trantanaria. Tja. Oh. Ja, wir wären jetzt bist du auf Geiselsberg. Oh, gestern habe ich auch von einem Unternehmen E-Mail bekommen, dass die dieses Jahr deine Fachinformatik da ausbilden wegen der derzeit die den Lade. Die Hupe ist geil. Die Hupe ist echt geil. Warum bauen alle die Standard-Hupen in den Traktoren ein? Hallo. Weil die am besten sind. Hallo. So, dann sind wir jetzt gleich auch fertig. Drin? Johnny. Johnny ist gekommen. Hallo. Hey, Johnny. Der Johnny ist der Mensch, Johnny.
Erstmal herzlichen Glückwunsch an unseren Timmy. Ja, danke, Timmy. Warum bist du so laut heute? Coole Bros, moin, Yannick, auch schönen guten Abend. Wer ist eigentlich der Älteste hier? Ich nicht. Hä? Ich. Ah, stimmt, genau. Und der zweite Älteste? Du. Ja? Nee, nein. Ich glaube Johnny, oder? Ich vermute es. Ja, bist du? 32. Ja, ja, dann bist du es. Ja. Ein Glück. nur auf dem dritten Platz. So, ich bin fertig. Der Grubber war jetzt. Die Scheibenegge war gekauft? Ne, die gehört dem Lohner doch, oder? Der ist vom Lohner. Dann stelle ich die Scheibenegge beim Lohner ab. Aber das Güllefass gehört uns? Das ist uns. Ja, das okay. Das ist uns. Du das Deutsch. Ja, man kann auch mal was vergessen, Arne. Macht ihr da keinen. Ist halt, ne? Keine Zeit, du weißt, wie das ist. Ne? Wie geht's dir? Coole Bros. Johnny. 36 Monate, mein Bester. Du bist verrückt. Stimmt, Tante ist so, Alter. Genau, da haben wir letztens drüber gesprochen. Johnny. Ich muss, glaube ich. Also 36 Monate, das sind die wenigsten. Johnny, vielen Dank, mein Bester. Was kann ich dir Gutes tun für 36 Monate? Ich hau dir nochmal einen Sound raus, ja? Ja, mach mal. Nochmal den hier. Ich hier gerade eindüngen. Johnny, danke. Ich hoffe, du mach mal die Panne. Alles gut. Aber den Sound hört er doch eh nicht. Ja, doch, ich habe einen Stream noch an, auf dem Handy. So, okay. Moin Brot, schönen guten Abend. Coole Bros, ja, es geht soweit. Meine Schulter ist ein bisschen, ja, lädiert, aber sonst alles okay. So, dann fahren wir mal alles. Ach. Zum Glück ist niemand am Hof. Alex, wie viele Poren hast du jetzt da runtergefahren? Ich sehe dich, Arne. Gibt's Lars? Noch was zu tun? Soll ich noch joinen, oder? Ja, es gibt jetzt gleich genug. Wir spulen gleich. Dann Ansaat. Lars, wo soll ich den Gruber hinstellen, den Güllegruber? Stell auf den Hof. Irgendwo in der Ecke, oder was? Weil den kannst du ja nicht bewegen mehr, ne? Dann. Na, ich habe ja noch einen Güllefass. Achso, hast du eins? Okay. Arne, krieg ich da noch mal neben gequetscht, oder müssen wir da noch ein bisschen umstellen? Warte. Ich dann... Kannst du mal antoppeln? Dann zum mal antoppeln und die Walze bitte antoppeln. Alex. Hallo? Jetzt? Jetzt so. Müsstest. Hallo, guten Tag. Jetzt müsstest du das. Ich habe zwei Fuhren runtergefahren. Zwei Fuhren? Ja, hatte ich auch eben gesagt, aber ich war gemutet. Ja. Schön. Ferdi, kannst du auch einmal bitte abkühlen? Ja, komm. Ja, komm, wir machen das eben sauber. Seit gestern Abend ist aber nichts mehr dazugekommen, oder? Nee. Am Motz, nee. Gut. Warte, kannst du mir auch noch mein Frontgewicht abkoppeln, vielleicht dann? Ach, du willst dein Frontgewicht abkoppeln? Lass mal kurz warten, bis Alex fertig ist hier mit dem Hochdruckreiniger. Dann können wir auch mal kurz eben sauber machen. Seid ihr jetzt alle hier am Hof? Ja, die aus der Linie. Ich bin nicht schon lange. Oh, noch unter den Aal. Ja, warte. Achtung, gleich Synchro. Okay, wann? Müsste jetzt was werden gleich. Wann? Jetzt? Ja, so. Jetzt? Ungefähr. Jetzt? Eigentlich so. Ist er so schnell. Du Lügner, die ist doch nicht jetzt der Tom. Lügenpresse. Lügenpresse. Lügen tust du, das bist du. Ja, haben wir genug Seemaschinen? Weißt du nicht, wie viel haben wir denn? Zwei. Wir haben eine. Zwei so und dann haben wir eine Einzelkorn. Aha, jetzt schon jemand. Jetzt ist es soweit. Immer zu früh alles. Lars hat noch eine 3 Meter Brille auf dem Hof. Das wird mir häufig nachgesagt, immer zu früh alles. Wer auch immer vor mir steht, der sieht einfach so. Mr. Freakies, 21, vielen Dank fürs Follow. Ich stehe, glaube ich, vor dir. Guten Abend. Arne, moin. So behindert. Könnt ihr einmal kurz leise sagen? So komisch. Ja. Kalk, habt ihr jetzt nur eine Fläche gekalkt? Ja. Wie viele Flächen Dünger?
Also mit dem großen? Gar keine. Nur eine Fläche frei. Dafür habt ihr euch den gemietet? Okay. Ja, ich dachte, dass sie mehr und außerdem musste parallel gearbeitet werden. Ja. Naja. Was wurde jetzt getauft? Noch eine zweite Seemaschine, eine 3 Meter Kombi. Ja, ich hol die mal. Hatte ich doch. Trotzdem, wir haben. Ja, wir brauchen ja trotzdem noch. Hä? Wir brauchen ja trotzdem eine zweite. Und wir brauchen trotzdem noch welche. Wow. Ja. Ich bin doch mal oben beim Lohner. Ja, da brauchen wir trotzdem noch eine. Also wir brauchen. So. Ach, und normal, so. dass wir selber. Johnny, du hast nichts gesehen. Ich sehe gar nichts. Marvin, alles gut, mach dir keinen Stress. Alles gut. Schuba, Werbung, ja? War wieder Werbung? Okay. So, na dann. Warte einmal, haben wir. Ja. Haben wir einen Ballenwagen irgendwas oder womit wir Paletten transportieren können? Ja, der HW80 dann so auf Ballenwagen umbauen. Okay, Ferdi? Ich hab die. Worum geht's? Ferdi, hast du dort was zu tun? Ich hab eine Drille hinter, ja. Nein, hast du gerade was zu tun? Nö, nee, gerade nicht. Dann schnappe dir bitte einmal ein Haar, baue den um auf Ballenwagen und dann kaufst du schon mal ein bisschen Saatgut. Matze, ich hab den Gruber aber nochmal. Ich hab den Frontlader, den Traktor. Und dann fragst du den Lohner mal, ob er irgendwas Cooles zusammenklappt abstellen oder? Zum Laden. Hier Big Pack Laden hat. So ein Gabelstapler oder so. Hast du den Big Pack gefunden, Jan? Das wäre. Ja, aber wieso? Ich hab doch Kopf. Kannst du ihn abmachen? Jo, ist ab. Danke. Ist ab. Jo. Nico Lars. Schröder, ja. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Ich bin dran mit. Die sind gerade unterwegs, die Frontlager. Haben wir eine Hofwerkstatt? Ich fahr gerade mit dem Draht zum Shop um die Seemaschine abzuholen. Ja, achso, dann ist doch super. Dann wird doch. Dann kannst du hier Ferdi beladen. Big Mac Saatgut. Twitch Luxi, moin. Wird nicht so schön werden, aber. Also, ich komme dann jetzt zum Hof runter wieder, ne, mit dem Güllefass. Nee, ich find das Big Pack nicht. Oh, scheiße, ich muss eben. Steht noch auf der Kuhweide. Okay, ich guck gleich nochmal. Die spawnt. Das neueste Update, die Spawn-System für Bitpads. Ohne Delt-Erstattung. Nee, ich finde die nicht. Echt nicht? Nee. Könntest du. Oder bin ich auf der falschen? Nee, beim Hof unten. Hä? Tom, wo bist Tom du jetzt genau? Ja, ich bin hier bei der Tankstelle. Oh, okay, Twitch Luxi, was bist du denn am machen? Der Baum ist da hinten, die Ecke. Arne? Auf der Wiese. Ah, okay. Ja, ich bin schon zur Seite der Fahnen. Alles danke, gut. Danke. Rechts. Der neue Hof. Der alte, ja, da bin ich die ganze Zeit. Ich meine am neue Hof hinten, die Kuhweide. Ja, würde ich, Jan sucht alles ab. So, wo ist das denn? Ja, die andere Kuhweide. Kann ich mich auch. Ah, ja. Dumm und dämlich suchen oder mit den Spaten nach dem Pitband buddeln. Drei Jahre, Johnny. Drei Jahre. Hast du dir das gut überlegt, mein Bester? Jetzt ist eh zu spät, oder? Hier ist kalt. Verrückt. Vor drei Jahren so. Jan, hier ganz hinten auf der Kuhweide. Bin ich jetzt bescheuert? Oder? Jetzt Jan, hier meine Zeitmaschine so zurückreißen und stopp. Das werden drei Jahre. Ja. Hier. Ach, da. Da steht ein Kalk-Big-Pack. Den hätte ich hier nie wieder gefunden. Das war die einzige Möglichkeit abzuladen an der Stelle. Alles klar, ja. Marvin, mach dir keinen Stress. Im HW80 zum Händler kommen, ne? Du kommst genau. Nur nirgendwo mit dem Fahrzeug hier drauf. Doch, das ist ein Tor. Wo ist ein Tor? Hinter dir. Wo ist hier ein Tor? Du kannst durch die Soundbar fahren auch. Ach, da hinten. Oh, Mathe. Oh. Ich fahr die Seemaschine erstmal zur Seite, dass wir ein bisschen Platz hier haben. Wollen wir ein paar Hühner kaufen? Oh, fertig. Ja. Wo fährst du hin? Saatgut holen. Was? Sind ja wenigstens eingesperrt. Saatgut holen. Ach so. Hä? Wo ist hier der Trigger zum Kaufen? Kann man nicht. Ach, ich bin im falschen Hof. Das ist der falsche Hof.
Warte. Aber hier berg runterfahren ist echt entspannt. Ja, du musst nur früh genug bremsen, wenn du, glaube ich, hinten. Ich wat? Krieg den Anhänger hier nicht hochgezogen. Sonst rastet der ohne in die Kurve ein. Mhm. Aber dann hinten im Schlepper. Hast du denn eigentlich gut schön gefeiert, Tim? Ja, arbeiten gewesen und dann mit der Familie ein bisschen. Ja, okay. Und dann am Wochenende richtig dick Party, oder was? Also, was ich geschrieben habe, passe. Ja, klar, das war seine Hoffnung, dass du ihn dann einlädst. Wo wohnst du denn, Timmy? Böse. Schleswig-Holstein. Ach, in der Scheiße. Nähe von Jan. Scheiße. Matze, das war böse, ne? Das weißt du. Warum liegt hier ein Schlauch auf dem Rasen? Warum liegt da Stroh rum? Genau. könnt ihr auch noch ein Big Hühnerfutter mitbringen? Nee, ich komm gerade erst hochgefahren. Also ich bin noch nie da. Dick Party feiern in der Corona-Krise. Mhm. Fett Party, 800 Leute. Ist ja nur einer erlaubt, ne? Wer sich's leisten kann. Naja, wieso du kannst auch Johnny, du darfst einen einladen. Du darfst mehrere Leute einladen, aber. Nein. Ich meine, wenn es deine Geschwister sind, spricht ja keine. Oh, keine Gruppen, die größer als 2 Personen sind mehr in Deutschland. Ja, aber vom Abstand von 2 Meter. Nein, keine Gruppen mehr. Oh, ist doch okay, schrei mir doch nicht so an. Keine Gruppen. Sensibel. Lars und sensibel. Keine Gruppen mehr, die nicht im gleichen Haushalt leben. Also wenn du eine WG hättest, dürftest du noch mit deinen WG-Bewohnern feiern. Yay, ich darf nicht mehr zur Arbeit. Cool. Ey, das hat da nichts mit Arbeit zu tun. Arbeit ist leider ausgenommen. Ja. Und dann wurden schon bei Tasse. So, Jan, was steht jetzt an? Auf Lars warten. Achso, okay. Junge, fertig. Kör mich auch noch hoch, Berg. Was ist mit dem Schlepper, der eigentlich da noch mit dem Grubber hinten dran steht bei uns am Hof? Ja. Ich bring gerade einen weg, einen Schlepper mit Grubber hinten dran. Herr Luna, ihr habt noch ein Sattelpitbett beim Händler stehen. Mhm. Warum fahre ich jetzt eigentlich hier gerade mit dem HW80 Rucksack zum Händler? Was? So, weil wir das wissen, ne? Weil wir den gleich zum Ballenwarten umrüsten, Sattelpaletten taufen, Hühnerfutterpalette. Und ja, ich komm, so lange den dann beladen und dann. Guck mal, Anna hat zugehört. Der wusste das. Ja, ich wusste auch irgendwas mit. Also, ich komme auch noch mit drauf. Warte mal, Jan? Ja. Du grad? Aber ich möchte erst meine Liste vollführen. Ja, mach mal. Und wie hast du heute gefeiert? Ja, Kaffee-Armbrot, ne? Boah. Ganz entspannt. Hinten nur das Ding. Ja, du, wenn du mich umfährst gleich, dann. Atatomt. Also Jan, hast gehört, 2-Mann-Party geht los am Wochenende. Jo, läuft. Alles aus. Matze, kannst du nochmal den anderen wegfahren? Du musst nicht abtop. Warte, ich hab den drin. Ballen warten, Tom verlieren. Und heute ohne Probleme, Sven? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich hab das Spiel neu installiert. Ah ja. ich stehe hier an der Seite und nehme noch die Drille mit. Und mein neuer Computer Tower ist auch da. Ja gut, das macht wahrscheinlich noch mehr aus. Was hast du dir denn für einen geholt? Achso. Der macht das nichts aus. Der Tower macht gar nichts aus. Bilder ist da drin. Ja? Außer optisch. Ja, nee, Kühlung. Ja, ist der Server war auch voll, ne? Wie viel haben wir denn jetzt drauf? 9, 4, 6, 8, 9, ja. Ja, hätte ich auch sagen können, weil als ich reingegangen bin, waren da 8 Leute. Achso. lass ihn doch zählen, wenn er Spaß daran hat. Ja, ich merke das schon. Ja. Mats, hast du mal wegen der Rückleuchten vom Johnny geschaut? Welchen Johnny meinst du, der Friese? Weil an dem 7810 ist das nicht. Da sind die richtig, an der richtigen Stelle, die Blinker. Was meint er mit dem Rücklichter? An irgendeinem Johnny sollen die Rücklichter, also wenn du blinkst, soll das unterm Kotflügel blinken, anstatt am Blinker. Okay. Marvin, warum ich so ruhig bin? Die Jungs reden doch genug, wenn ich jetzt auch noch die ganze Zeit dazwischen quatsch.
Dann haben wir hier nur durcheinander. Lars, ich... Ach, das ist diese Hike-Datei. Ich ja. Bat mal ich euer Satu-Pit-Pat bisschen zur Seite. Ja, ja, mach mal. Gegner hat anders da mit dem Handy. Nee. Wo stellen wir die Schlepper eigentlich hin? Jo, such den schönen Platz aus. Okay. Wir haben eine, die, wo der Zecher davor steht, stehen jetzt hauptsächlich die Traktoren drin. Ich habe jetzt hier den einen. Alex, was probierst du da? Ich habe keine Ahnung. Was ist. Ich stell die Pitbat-Palette ab, fahr Tanzlampe zurück, plötzlich flippt die. Ich mach's LS. Hast du gesehen? Wie noch? Was machst du? Achso. Von sehr malt Take. Wie viel soll ich mir holen? Sieht cool aus. Jan? Vorne mit Lüftern drin oder wie? Thermal Take meinst du oder was? Thermal Take? Thermal Take. Ich muss mal eben kurz dem Chat was zeigen. Jan? Ich hab nämlich einen Fan gekauft für meinen Neffen. Zu Ostern. So, jetzt, warte, so, jetzt. Warum kann John Deere? John Deere habe ich auch gekauft. Hört ihr mich? Ja. Hallo? Ja. Ah, okay. Kennt ihr den? Einmal im Chat, das ist original. Wie viele Pitpads sollte ich am besten holen? Ja, so, dass der Hänger voll ist. Cool, oder? Der muss ja direkt mit den richtigen Sachen starten. Von John Deere habe ich auch was gekauft. Für ja, den. Ich dachte, er soll mit den richtigen Sachen starten. Ja. Aber da ist der Feld natürlich nicht richtig bei, ne? Nee, da ist das der John Deere nicht richtig. Hallo? Ach, toll, die Paletten sind im Boden drin. Oh. Markenkrieg incoming. So. Ja. Einmal D-Dann fahren, dann ploppen die nach oben. Wobei, für den Krieg bräuchte man gleichwertige Gegner. Ja, aber wir haben ja hier alles auf Server. So. John Deere, IAC. Also ja, Lars ist gleich. Ach ja, okay, Lars ist gleich durch, wa? Ja. So, was haben wir denn jetzt überhaupt an Seetechnik da? Ich komme noch mit einer Amazone. Also wir haben einmal eine Amazone 3 Meter Kombi. ADP 300, super. Wir haben eine Lampen 3 Meter Kombi und wir haben eine 3 Meter Federstadt. Okay. Das heißt, dann können drei Leute sehen gehen. Und dann hat der Lohner noch welche. Zwei. Ja, eine 6 Meter Horsch und eine 3 Meter Amazone auch noch. Okay. Ja. Das heißt, es können genug Leute sehen gehen. Okay. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal dann die richtige Temperatur haben, ne? Weil wir wollen ja jetzt ansehen. Auf... So, kommen wir alle hier ins Haus, da gehen wir mal schön auf die Couch jetzt. Wo bist du? Hier vorne. Während der eine noch arbeitet. Genau. Ja, wirklich. Gehen Sie bitte, Sven. Alter, ich hasse dieses Palett. Tim steht im Weg. Verladen. Nö. Komplett nein. Ja. Brecht mir die Arme, ich passe nicht durch die Tür. Warte, ich trete. Bist du schon wieder zu breit? Ich gehe nach oben. Was? Oh, ich nehme den schönen Campingstuhl hier. Nord Ranch offiziell. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich bin oben. Nach 8 Minuten die erste Palette gefühlt. Ja, ja, du kommst dann nicht mehr raus. Warte, ach, warte. Nee, scheiße, wir haben keine Kettensäge. Warte. Ich komm hier beide nicht mehr raus. Yes. So. Doch. Also, jetzt gucken wir mal auf die Liste. Also, Alter. Auf die 3, was haben wir auf der 3? Auf der 3 haben wir Feld, wo ist denn Feld 3 da oben? Hä, wer hat denn ein neues Fahrzeug getauft? Also, auf die 3 wird jetzt Mais angesät. Auf die 13. Wir können gerade Mais. Ja, ja, jetzt noch nicht. Aber auf die 13 kommt später Mais. Dann auf die 19 kommt Mais, okay. Auf die 27. Ivan Schneeberger, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen, mein Bester. Schönen guten Abend. Habt ihr euch in einen Schuppen gefangen oder was? Nö, ich hab Jan in der Küche gefangen. Der muss erstmal Essen kochen. So, dann haben wir Tritikale. Also haben wir Weizen auf der 27. Seit wann ist ja eine Frau?
Dann haben wir... Nicht on-stream solche Sprüche, nicht 33, on-stream. Auf der 33 Tritikale. So, dann haben wir auf der 40 und 42 Sojabohnen. Okay. Dann haben wir auf der 45 Roggen. 45 Roggen, ja. Und dann haben wir auf der 49 Hafer. Alter, lass doch endlich die Palette los. 56 Mais, das. Okay, dann müssen wir jetzt mal schauen, wann können wir denn sehen? Also Weizen können wir 5 Grad. Gerste, ich alt F4 Grad gleich. Hafer 6 Grad, Raps 5 Grad. Soja 10, so wie Mais 10. Okay. Und Roggen und Tritikale können wir auch bei 5. Das heißt, das ganze Getreide können wir in den Boden packen, so wie den Raps. Warum flippen die vom Anhänger runter? Du das kommst hier heißt, dran. Wie wird denn das Wetter die nächsten Tage? Wird es auf jeden Fall wärmer? Also morgen sollten wir das auf jeden Fall machen können. So. Sag mal, Jan, sind das eigentlich deine pinken Flipflops hier? Nee, die habe ich extra nicht gekauft. Das waren meine. Hallo. Ist das extra Geburtstagsgeschenk? Ach ja, stimmt. Tims Geburtstagsgeschenk war das. Darf ich mal genau. Alter, kurz danke, raus. Jan. Tim. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, jetzt steht hier alle. Alter. Ach, lass doch die Tür offen. Ich weiß, ich habe die Karte gespielt. Jetzt ist ja dran. Richtig cool. Kann sein, dass dieses Palette im Verlag in einem Multiplayer ein bisschen verpatt ist. Was ist los, Sandro? Was ist los, mein Lieber? Also hier kommt er nicht mehr raus. Wo haben wir denn jetzt Saatgut? Das Matze, holen zwei Leute. Matze, komm mal. Ich versuch's gerade zu verladen, wenn nicht die Bitbets, die dann seit vom Anhänger runterflippen, wenn ich wettfahre. Matze, komm mal gerade hier in den Schuppen rein. Nee, besser nicht. Doch, wir wollen dir was zeigen, ehrlich. Wo bist du denn, Jan? Das ist wirklich gut. Dann bin ich mal gespannt. Sven, geh doch durch die Tür durch. Alex, geh da mal doch mal. Ach so, ja, das kenne ich. Ach, das kennst du, ach so. Den Kran, ja. Was war das denn mit der Klappe, was ihr immer meintet? Mit welcher Klappe? Alter, was geht jetzt ab? Sandro! Alter, Sandro, bist du komplett bescheuert, mein Bester? Alter, warum ballerst du 1500 Bits raus, Kollege? Bist du... Alter, überleg doch mal, wie viel Geld das ist. Sandro, vielen Dank für 1500 Bits, aber du weißt doch... Oh Gott. Du weißt doch... Was soll ich da jetzt wieder sagen? Vielen Dank, Sandro, aber du weißt, dass das viel zu viel ist, mein Bester. Danke. Für 1500 Bits, Sandro, ich hau dir mal, ja, einen Sound raus. Vielen Dank, mein Bester. Danke. Das geht an dich. Das ist aber viel zu viel, das weißt du. Alter. So, bin wieder da. Nö. Lars ist durch? Ja. Jo, dann können wir. Lars wird zuspüren. Nee. Alter. Marco, Leute, jetzt nicht wieder so ein, ne, 21 Euro nur, Alter, Sandro, vielen Dank trotzdem, aber Marco, auch, nicht daran orientieren, mein Lieber, vielen Dank nochmal für 300 Bits, also 600 schon wieder heute Abend. Danke, aber bitte, meine Lieben, entspannt euch, vielen Dank für euren Support und danke. Mehr kann ich nicht machen und nicht sagen. Es wird dunkel. So, wieder da. Gib mir mal für alles einen Hunderter. Was? Also ich habe euch alle im Blick, ne? Ein Hunderter. Ein Hunderter? Ja. Okay, bei dir kaufe ich immer weiter. Danke, Leute. Nee, nicht. Klar, wir sehen uns morgen. Naja. Alter. Der Gaming-Head, mein Bester. Auch vielen Dank für deine 100 Bits. Aber bitte, meine Freunde, entspannt euch und schaut einfach in Ruhe und genügsam zu. Es passiert doch gerade nicht viel. Danke nochmal. Gaming Heat, vielen Dank. Herzchen sind raus, aber Schluss jetzt. Erstmal verkaufen wir wieder dieses Auto, oder? Das ist ja Horror. Ja, mit dem Auto ist echt schlimm, wenn du damit fahren musst im Dingens. Ja. Warum hast du nicht gleich den Sprit mit dem Traktor geholt? Entschuldigung, ich dachte... Und hab.
Bist du in Tula mal unterwegs? Also Jan holt jetzt was und... Ey. Kann einer mal beim Haus hinten bei Hugo hingehen und einmal schlafen gehen? Sag mal, hat da irgendwer draußen eine Taschenlampe an? Geht einer schlafen oder was, oder nicht? What the fuck, das sah gerade aus, ob es ein Blaulicht an ist. Sven? Ja, mach ich. Ja, mach. Wer geht schlafen? Matze, wir entspannen doch. Alle. Ja, Sandro trotzdem. Es ist... Ja, ich sag da nichts mehr zu. Ihr wisst es selber. Ja, falsch. Warte. Bleib mal so kurz stehen. Ja. Los, wir machen eine Nachtwanderung. So, jetzt kannst du zieh mal weg. Oder geht das nicht? Doch, aber jetzt muss ich die aber wieder ein bisschen zurechtschieben. Mach mal. Sag Bescheid, ist gut. Warte. Ah, scheiße. Wir hatten jetzt abgelehnt. Ja, wir machen ja gerade was dort. So, mach jetzt nochmal. Jetzt könnt ihr. Was? Du musst einmal aus dem Tritter wieder raus, den du wieder reingehen sonst. Sandro, das wisst ihr ganz genau. No, wir können sehen. Ah, jetzt muss ich dort E drücken, um auszusteigen. Wo hat er dir nicht noch da spulen können? Nur noch dunkel. Alter, irgendwie. So, denn. Habe ich gerade LED. Drei Drillmaschinen könnt ihr euch ja aufteilen. Und der Rest, der keiner abkriegt, der kriegt vom Lohner dann welche. Beziehungsweise den Lohner können wir ja mit beschäftigen, wahrscheinlich dann drücken, oder? Gibt es irgendeine Traktorzuteilung schon? Nimm einfach was rumsteht. Genau. Matze will bestimmt sein. Ja, ich würde meinen Johnny nehmen. Genau. Wo ist der denn? Dann würde ich den 820 nehmen. Ich fahre einen Johnny. 615er. Wir müssen zum Händler, ne? Ja. Und, ja. Welcher ist das denn, Matze? Welchen hast du denn? Den 7810. Was, der 7810? Ja. Den hast du. Den benutze ich gerade, um die Paletten zu verladen. Ach so. Ja, dann warte ich mal. Ich sehe wohl. Aber das dann ein bisschen bei mir noch dauern, weil ich bin echt scheiße in Paletten verladen. Ja, die soll mal hochkommen und die Seemaschinen. So, das heißt, wir haben drei Stück. So, wer ist ohne Fahrschein? Alles klar, Gaming Head, aber ist schwierig, mehr zu machen. Was haben wir denn jetzt noch? Glaube ich, weil. Warte, so, Ferdi, welche Drille hast du? Ich hab die Amazone. Okay. Ich hab die Federstedt jetzt. Okay, dann kommt ihr zwei ja schon mal hoch. So. Und ich hab die Lemken Saphir, hätte ich dann jetzt. Okay, dann kommt ihr hoch zum Händler. Wer hat die Rapid? Dann belade ich einfach ohne, auch vom Anhänger einfach in eine Seemaschine rein. Die hat doch Sven. Dann belade ich einfach beim Händler, einfach die Leute am besten. Ja. Dann brauchen wir noch wie viele Seemaschinen? Ja, ich bräuchte noch eine. Genau, Matze braucht noch eine und ja, dann fahre ich jetzt im anderen Schlepper, ist ja egal. Ja, das ist glaube ich unser einziger Schlepper mit Frontlader, oder? Wer hat denn jetzt hier die Saphir mitgenommen? Ich hab die. Dafür haben wir ja noch einen Fronttank stehen, oder? Ah ne, das ist Lemke Solitär. Ah ne, okay. Das ist die Saphir mit der Amazon und der Frontlast. Denn Lars brauchen wir nochmal für Matze eine 3 Meter Kombi-Drille. Wie viel Leistung brauche ich dafür? Ich hab doch oben eine Amazone stehen, wie breit ist die denn? Oder warte, nimmst du den 822er? Ja. Ja, dann kannst du auch die 6 Meter nehmen. Okay. Dann nimmst du die 6 Meter von Lars. Pronto. Okay. So, und dann überlege ich mir jetzt mal wer wohin fährt. Genau, mach das mal bitte. Wer fährt? Ferdi, warte mal so.
Haben wir irgendwo ein Gewicht rumstehen? Weiß, Weizen, 27, 27, 27, 27. Also pass auf, die Amazone hat 4 Meter und die Pronto hat 6 Meter. Ja, ich nehme dann mit dem 822er die Pronto. Aber Gewicht haben wir keins mehr, ne? Ja. Doch, die stehen alle draußen stehen vor der Scheune. Genau. Auf der linken Seite, wo die... Ah, da! Alles klar, ja, ja. Also erstmal alles zum Händler zum Tanken, gell? Genau. Matze, du fährst auf 33 und siehst da Tritikale. 33 Tritikale. Okay, mit der 6 Meter dann, okay. Ja. Wer die Federstedt? Ich. Der fährt auf die 27 und sieht Weizen. Gut, ist auch schon eingestellt. Okay, 45, 45. Sven, Weizen ja, ist das erste in der Seemaschine, was drin ist, heißt. Ich weiß. 45. Wer hat jetzt noch keine Einteilung? Ich, also Johnny. So, Raps 62. Oder soll wo wolltest noch? Du? So. Wo wolltest du hin Raps sehen? Ferdi. Ich auf die 42. Die 42? Da musst du aber Sojabohnen sehen. Oh ne, na gut, dann. Ja. Das heißt, du gehst erstmal auf die 62 und Jonas geht auf die 45. Okay, was soll da drauf? Auf 45 kommt Roggen und auf 62 kommt Raps. Okay. So, dann haben ja alle schon mal was zu tun. Und dann kommst du noch. Ich und Arne. Ich sollte jetzt auf die 5, auf die 62. Oh, in dem Feld. Ja, genau. Und danach fängst du auf der 63 an mit Trilika. Also und 62 da jetzt. Genau. Roggen? Nee, 62 Raps. Achso. Ach, hast du die, hast du den Fronttag für die Horsch Pronto, Lars? Was hab ich? Hast du den Fronttank für die Horsch Pronto? Nee, warum? Alter. Nee, okay, dann kann ich Gewicht. Manchmal. Dann kann ich das Gewicht vorne dran lassen. Lad doch erstmal die auf dem Boden stehen, dann können wir mit dem ja, gleich füllen fahren, weißt du? Ah, stimmt, ja, du Dede. Was hat Alex? Hat Alex hat Bohr. Achso, genau, und Alex? Der ist gemutet. Ach, verdammte Axt! Ich rede die ganze Zeit. Ich wollte erstmal nicht starten, weil ich dachte, das ist. Was hast du vor? Keine Ahnung, es hieß, es wird gesät. Habe ich selber schon angekuppelt. Lars? Ja. Johnny, jetzt sind die Vordringeln, ne? Wer steht hier mit den blauen? Was denn? Hey. Das ist Johnny. Denn auf der 49 Hafer. Hafer? Ihr könnt euch nicht auch nicht in Reihe einfach hinstellen. Wo ist denn die 49? Nee. Ich glaub den echt auch nie. Da hinten. Ich stehe hier, perfekt. Julian, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen, mein Lieber. Die große? Ja. Wolltet ihr da nicht? Wolltet ihr da nicht? Du kannst ja nicht befüllen, ne? Ja, gut. Nein, Mais haben wir schon auf 3. Komm, ja. Auf 13. Voll? Und, ja, der nächste, bitte. Ja. Alles also Danny, schönen guten Abend. Was soll da rauf? Weizen? Nein. Hafer. Okay. Aber nimmt Matze jetzt nicht die Sämaschine von Lars? Ach ja. Oh. Ha, ja. Da fehlt immer noch eine Sämaschine dann. Ja, das ist dann ja Alter, krieg 04, mein Bester. Vielen Dank für 2 Euro. Trinkgeld, mein Bester. Danke, aber Alter, das erschreckt mich jedes Mal so extremst. Irgendwann kippe ich hier weg. Danke. Krieg für 2 Euro, mein Bester. Vielen Dank. Die Herzen gehen raus. Super. Vielen Dank für deinen Support. Also ich mache jetzt auf die 33 Tritikale. Servus, Raffi Wolf und Danny. Schönen guten Abend, mein Lieber. Danke, Krieg. Hallo, Krieg. Ich.
Ja, 45 habe ich vergeben. Wie viel passt bei dir rein? Voll. 600. Ja. Und gut, dann sehen wir uns, glaube ich, öfter. Jo. Da hatte ich gerade einen Leck. Schade, so das so rum zu lenken. Oh, ich komm da rum. Hallo, Lodo. Achso, so meinst du. Ey, ich bin Profi. Genau, und wer fertig ist mit seinem Feld, der kann halt eben mit auf die 63 für die Karte. Ne, hallo. Ja, du bist ja der Erste. Ja. Und Arne, du fährst dann immer bevor. Alter, was geht? Krieg! Vielen Dank nochmal für 2 Euro. Alter. Ich glaube, das macht gerade alle, ja. Ich glaube, es sind alle auf jeden Fall wach. Krieg, vielen Dank nochmal für 2 Euro, nochmal für 2 Euro. Also für 6 Euro insgesamt, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank. Herzchen raus an dich. Vielen, 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 vielen Dank, Krieg04, dafür. Alter. Dann kannst du bei Sven auch gleich noch ein Düngerpack mit reinschmeißen. Die 27 ist voll durchgedüngt, glaube ich. Ja? Nee, ja. Zweite Stufe, tut. Lasse, schönen guten Abend. Was steht sonst noch so an? Warte, ich fahr rüber. Ja, seit wann fährt man denn den Gegenverkehr? Nee, einfach, wie gesagt, ich hab noch Platz gemacht. Ja, nee, ich dachte du Rechtsverkehr. So, tritt dann am besten jetzt. Alles gut. Hast du? Oder muss ich weiter rüber? Dein Blinker? Was ist mit dem Blinker? Ich probier. Ah, ja. Steht. Voll? 90% habe ich erst drin. Lasse, schönen guten Abend. In dem ersten Pitwert waren nur 400 drin. Ach so. Aha, okay, auf Sofa, alles klar. Oder? Na, dann muss ich mit ein paar neu taufen. Paddy, schönen guten Abend. So, wir fahren jetzt erstmal zu Lars seinem Hof. Mineraldünner Pitbett einmal taufen. Dann müsste auch noch Saatgut in der Seemaschine sein. Okay. Und. Deswegen macht er das. Verdammte Hacke. Ich denke, warum fährt der denn so schief? Aber der richtet sich an den Geländewinkel noch aus. Ja. Fährst du mit GPS? Also, nee. Ich muss immer erstmal die Pitpads anditschen, dass die aus dem Boden rausbattern. Ich mag die so. Ich mag. Alter. Ich sehe nicht, wie die da blieb. Alter. Krieg04, vielen Dank nochmal für 2 Euro, mein Bester. Vielen, vielen, vielen. Krieg04, vielen Dank nochmal für 2, also für 10 Euro heute Abend, mein Bester. Vielen, 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 vielen Dank für 10 Euro. Herzchen gehen raus, aber, mein Lieber, danke, 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 echt, vielen, 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 vielen Dank für deinen Mega-Support. Nee. So, wieder da. Nee, ich bin noch in der Tabelle beschäftigt. Wie viel ist Dünner voll? Also für Brachland, das ganze Ding habe ich schon durch. Und Getreide zur Hälfte. Lars, ist das auch der gleiche 7810, den ich habe? Oder hast du den anderen genommen? Dann brauche ich trotzdem. Nicht Streus als Pitpad. Bisschen weit zu weit gestrollt. Ja, guck mal, da sind noch 1,7 Kubik drin. Muss noch anheben. Anheben. Oh. Als statt dünner Streus als Ja, ich kann das jetzt reinpacken. So, jetzt. Hinten muss ich anheben, ne? Ne, vorne. Vorne? Ja. Warte mal, lass mich mal gucken. Ne, der ist da oben. Aber... Wie meinst du denn? Merk anheben kann ich nicht. Kannst du nicht? Ne. Der ist oben. Der will nur ausklappen. Hier, kannst du ja nochmal gucken. Alter, was geht jetzt ab? Krieg04, der rastet komplett aus, der Junge. Hm, okay. Ne, alles gut. Krieg04, vielen Dank für vielen Dank für 5 verschenktes... Geschenke Subs, mein Bester. Alter, was ist jetzt verkehrt, mein Bester? Danke, danke, danke. Ja, Stephanus, Paddy, Lili, Luki und Luis. Bedankt euch. Alter, Krieg04, vielen, vielen, vielen... Sandro, vielen Dank für 300 Bits.
Leute, vielen Dank. Aber erstmal ein großes Dank an Crick, mein Bester. Herzchen raus an dich. Also, Case-Fan, Servus, schönen guten Abend. Und Sandro, vielen Dank für 300 Bits, Leute. Was soll ich machen? Ich kann nur versuchen für euch, ja. Alter, danke. Was soll ich machen? Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Ich bin überfordert. Ich fahr mal schnell auftanken. Genau, bedankt euch bei dem lieben Crick. Achtung, Lars. Ja. Leute, entspannt. Beim Verladen ist das. Sind sie letzt bisschen nervig. Vielen Dank. Aber Ping ist in Ordnung. Ja. Crick 04, vielen Dank. Ist alles in Ordnung. Also jetzt geht's eigentlich. Crick, vielen Dank, wie gesagt, wirklich vom tiefsten Herzen, mein Bester. Danke. So, ich komme jetzt zum Händler zum Auffüllen, ne? Oder ist er voll? Nö, hier ist leer. Ich stehe hier mit einem Döner-Bett, ob er da ist. Mit einem Döner-Big Pack? Ja, Döner. Johnny, hast du heute ein bisschen Hunger, oder? Ja, durchaus. Das wäre mal was. Ja. Aber warm wenigstens. So. Ja, das ist schon vor Vorteil. Komm schon mit dir, komm, du schaffst das. Na, guck mal, das ist ein schöner Johnny, ne? Oder? Was sagst du? Ja. Warte mal, kann ich das aufklappen? Ja. Wie wähle ich nochmal die Frucht aus? Auf welcher Taste? Z. Was ist denn? Ah, okay, steht ja drunter. Was trägt die? Okay. Wir sind zu weit. Ist das auch Saatgut, was du da reinhaust? Das ist erstmal Dünger. Dünger. Ach, da geht beides rein, stimmt ja. Ich weiß nicht, seit wann Saatgut weiß ist, aber... Oh ja, da kann ich ja jetzt hier wieder ein cooles Bild. Bembu, schönen guten Abend, mein Lieber. Sandro, das ist doch... Du kannst doch von mir ein Bild machen, Jan. Kann ich auch machen, aber... Ben? Also ich stehe da so beim Wohnzimmer. Auf dem Sofa. Boah, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber ich leck dich so übermaßen. Ja. Ja, ich tritt dieses Bettbett nicht hin auf Dabel. Boah, der Server ist zu voll. Ich guck mit Leid mal die Performance. Icarus oder Peter Pan von Bridging. Okay, keine Ahnung, kenne ich nicht. Jetzt. Matze, kannst du nochmal in deinen Schlepper einsteigen, bitte? Oder bleibst du da so stehen? So, besser? Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir gerade in allen Ecken verteilt sind, ungefähr. Das kann sein. Kann ich befüllen? Ja, mach mal. Ich hau da mal rein. Crick04, mein Bester, vielen Dank für deinen krassen Support. Du bist ja gerade extrem ausgerastet hier. Wie kommt's überhaupt, mein Lieber? Danke überhaupt dafür. Jetzt. Und dann sonst schönen Abend noch, mein Lieber. Schön, dass du hier warst. Und an Raspellino, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Moin, John Deerfax. 90% habe ich. Alter. Ich glaube, der Boden ist hier noch ein bisschen zu Crick. Knapp. Aber du musst doch echt dein, wie gesagt, das sage ich immer wieder, nicht Azubi-Gehalt oder nicht hier reinballer, mein Besten. Aber vielen Dank dann trotzdem für deinen Support, mein Bester. Echt. Das ist krass. Vielen Dank, Crick. Lerium, moin. Schönen guten Abend, die Dame. Lerium ist auch im Chat. Oh, hallo, Lerium. Hetzlerfahrer. Ja, ach, stimmt. Der alte Hetzlerfahrer. Lerium ist und bleibt für mich der Hexlerfahrer. Oh. Das wird sich auch irgendwie nie ändern. So, Server. Oh ja, haha. Ja, das war ein Versuch. War ein Versuch, Arne. Nee, das gibt so nichts. Da muss weiter zur Seite. Oh. Naja. Okay. Moin, Robin. Dann. Ist voll. Ja. Ein Dünger also brauchst du noch. Ja, aber ich mache jetzt. Soll ich jetzt schon direkt mit Dünger machen oder was? Ja, kann ich machen. Ja. Auf welchem Feld bist du denn? Ja, hau mir noch Dünger rein, dann gehe ich mal eben zur Toilette so lange. Bis gleich. Geil ist das denn? Was? Wo bist du gerade? Ich? Ja. Wieso? Wo bist du? Beim Händler. Ach so. Soll ich zu dir kommen? Willst du einmal zur Güllegrube runterkommen? Ich komm mal geflitzt. Was hast du entdeckt, Lars? Das erzähl ich euch nicht.
Warum versuchst du es immer noch, wie alle? Du weißt, was du diese Antwort bekommst. Hilfe. Hilfe. Oh, das ist dir eine Zuschauer. Geil, geht das wirklich? Ja. Was? Nicht im Ernst. Doch. Mit dem Güllemixer. Genial. Hey. Das ist cool. Das ist echt der funktioniert aber nicht richtig. Doch, der funktioniert. Der funktioniert. Ich hab der Tülle mit seinem in der Tülle-Truppe oder was? Ja. Der funktioniert. Du kannst ihn anschalten, aber irgendwie geht er nicht unter 5%. Ja, weil Gülle nicht unter 5%. Aber guck mal, wie ich rausziehen kann. Aus dem ist doch bekannt, dass das geht. Na ja, ja, ja. Aber hast du das vorher schon mal getestet? Nö, aber ich weiß, dass es geht, weil ich das bei Agraplay im Video gesehen hatte. Ja, aber das ist doch trotzdem cool, das jetzt hier zu sehen. Also nie wieder Schlauch anschließen. Zumindest nicht an dem Fass. Nee, stimmt. Du musst da mal wieder was reinpumpen. Ja, wie viel ist da noch drin? Nicht mehr viel. Ey, warum habe ich eigentlich einen Spreiz so. Ja. Ja, du musst ja auch beschäftigt sein. Ja. Jetzt kommst du nur auf dumme Ideen. Ich schlupf hier nur rum, das ist echt... Die Preise ist überarbeiten oder so. Nö, halt eben die Herausforderung. Ja, ich habe jetzt meine vierte Bahn. Ja. Ist doch gut. Ist doch nicht normal hier, der Riesen Johnny sich hier abquält. Naja, dünner treffe ich immer so bei Fett, dass es gut aussieht, aber Saat tut nie. Alles eine Frage der Technik. Ach, das ist Lars. Ne, ich dachte, du wärst Alex, aber... Ne. Alex ist auf A63. Auf A49 bin ich. 49. Ja. Ich habe meine eigene vergessen. Auch nicht schlecht. Ja. Achso, wenn ihr Paragrafen zählt und ihr braucht irgendwie Gülle, ne? Sagt Bescheid. Boah, aber das Schleppgestell ist auf 24 Meter eingestellt. Ich werde verfolgt. Oder 21? So. WC. Ach, WD. Du bist voll. WD. So. Oh, ich glaube, ihr seid eher alle auf der 63 fertig als ich. Ah. Du machst das schon. Ich habe das Ding mit Kartoffeln beim Singleplayer pflanzen. Ist gerade ein bisschen am Lecken, ne? Oder? Habt ihr das nicht? Ja. Ja, und ein 150 PS Schlepper. Warst du gerade auf dem Server? Hast du mal nachgeguckt? Ja, wir haben zwischen 100 und 50% Auslastung. Oh. Also eher mehr Richtung 100, also 80 hätte ich jetzt schon gesagt. An der CPU? Mhm. Okay. Cool. Ja, das ist das, weil wir alle in Unterschied sind. Hä, was ist der Frieser im Moment? Frieser reingeschüttet, ist aber bei dem 7810, den wir haben, nicht. Ja, Retter, das war ja. Das hat Matze sich auch nochmal angeguckt, der Frieser. Also, bei uns war das was denn? Er hat nochmal Bilder mit dem Frieser reingeschüttet. Ach so. Weil. Unser 7810 blind ganz normal. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was der Friese meinte das. Oder ob er einen anderen hat oder so. Oh, Lars kommt den Berg mit Vollgas hoch. Ja, warum ist dieses Bitmap spielt alles? Läuft ganz gut, ja. Wunderbar. Matze, schau mal Bilder, okay, mach ich. Matze, wo willst du hin? Ich fahr zur 33. Solltest du nicht hier Dings unterstützen? Hier. Ne, ich soll die 33 mit Tritikale machen, hat Jan gesagt. Mhm. Achso. Aber Felix, du kommst doch hier voran. Herrlein, ja, moin. Ja, aber es bleibt auf nicht so. Wieso? Du hast doch schon ordentlich was geschafft. Du hast mehr Bahn geschafft als die anderen, außer Sven mit der Federstadt, weil der kann auch schnell fahren. Der 7610, okay, Friese, den haben wir doch gar nicht, oder? 7610? Nee, wir haben den 7510. Wir haben den 6930 auch noch. Als schon dir. Was kommt denn auf der 56? Ja, Ritter, das kann nur da drin liegen. Wo sonst?
Mais, was auch sonst. Machen wir Fahrgassen mit der Spritze rein, oder? Ja. Ja. Okay. Ja. Haben wir auch auf und dann eine Liensorte gemacht. Ja, du kannst es halt auch mit deiner Seelmaschine machen, was Spaß daran hat. Ja, aber nee, dann machen wir das alles. Dann machen wir das nachher mit der Spritze. Egal, kannst du auch mit der Höhe machen. Ja, komm mal her, guck mal, wie schräg ich teilweise hier stehe. Ja, solange du nicht umkippst, ist es noch nicht schräg genug. Ja, also ich mach mein Hinterrad. Und wenn du über Kopf fliegst, ist ganz schlecht. No. Das werde ich schon nicht. Hoffst du. Ja, da muss er arbeiten. Der Dicke, du hast ja auch keine dicken Puschen drauf oder so. Nee, Standardbereifung. Schon wieder, ja. Ich drift hier durch den Acker. Ah ja, ich mach's diese. Der fährt langsam, keine Sorge. Ich fahr zwangsweise. Du musst noch die Rollen, die Räder absetzen, die Tasträder. Ja, ja. Durch die habe ich das Gefühl, dass ich immer noch langsamer fahre. Bin ich mal gespannt, wie ich hier mit der Seemaschine den Berg hochkomme. Gar nicht. Ich glaube, es auch fast. Ja, sonst Ferdi, musst du quer fahren. Ja, fährst du quer, siehst du mehr. Genau. Oh Mann, ey. Das war mein Spruch. Der wurde ja entwendet. Matze, wenn er nicht schafft, muss quer fahren. Ja, aber das Gute bei dem Acker ist, ist quer und lang ungefähr gleich lang. Also klar. Ja. Oh nee, ausheben, ich fahr jetzt quer, ich keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, mich rumzueiern. Ferdi. Wegfluche. Das ist nur ein Spiel. Ja. Boah, man merkt richtig, dass die CPU aus hast du. Und Matze. Ja, geht vorwärts hier. Ja, schafft er, packt er. Ja, ja, haben wir Zeit. Wir haben ja Zeit. Er beruhigt sich wieder, der Server. Na, siehst also, du. Er fällt schon wieder ab. Wie viel Kubik soll ich einsehen auf dem Hektar? Oh, da musst du mal den Chat fragen. Oder Ferdi, weißt du das? Warte. Das kannst du gar nicht einstellen. Das ist doch nur ein. Das ist nur der Düngerverbrauch. Das ist nur der Dünger, ja. Aber alle sind am Überlegen. Oh Mann, sind auch. Ah! Oh, der Dante! Dante-Server! Wo ist der? Bit-Bett hin? Unter Fuß 150 oder so. Oder 100. Wo ist das Bit? Ah, da. Oh, dauert das ewig. Alter, das ist schon anders. Wow. Ja, jetzt kann ich Chat lesen, also wenn jetzt irgendwer Fragen hat oder sonst was, vielleicht mal ein bisschen quatschen möchte. Ein bisschen quatschen möchte. Ja, aber das, was du jetzt reingeschickt hast, der Friese, das ist eine Spiegelung, mein Lieber. Nee, danke, okay, Timmy. Da war mir wieder klar, warum frage ich überhaupt? Das ist eine Spiegelung. Das ist eine Spiegelung unten. Das unter Bremsleuchte? Ja. Was sagst du? Irgendwann habe ich geantwortet. Ja, das stimmt, das stimmt. Mir ist dieses Bitbett einfach von der Tabel runter, der Flot, weil da die Tabel runter Debatte ist. Aber das ist mit Big Packs ist das. Kiwi, einen schönen guten Abend, die Dame. Wie geht's Ihnen? Heißt, du hättest auch Saatgut hier als 2100 Liter Palette. Das einzige Säcke kaufen können dann. Was? Ja, was? Musst du mal unter Paletten gucken. Was? Was ist jetzt noch geplant? Das habe ich vergessen. Ist mir gerade auch nur so Spott. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir alle Felder ansehen, mein Lieber. Ja, angesehen bekommen. Ich muss erstmal hinbekommen, dass mir nicht das Dönerbett bis zum Lohnunternehmen flieht. Und dann ist das nicht so schlimm. Dann nimmt ihr gerne an. Das der Schein nimmt ihr gerne an, oder was? Per Luftpost. Alles sitzt ja, immerhin also keine Versandkosten gezahlt. Ah, okay, Kiwi. Okay, ja, sehr schön, sehr schön. Ich möchte gerade LS nebenbei spielen und habe nur noch einen schwarzen Bildschirm. Okay, Bauer Maxi? Was auf dem zweiten Bildschirm?
Auf dem Zweitbildschirm hast du LS Vollbildmodus. Dann musst du es als Fenstermodus Vollbild machen. Genau. Ich habe das öfter, wenn meine Bildschirme vorher im Stromsparmodus waren, dass nur ein Bildschirm antritt und der andere schwarz bleibt. Der macht doch den Stromsparmodus weg aus. Ja, hab ich auch. Ich bestell gleich schon mal die erste Ladung Dünger. Saatgut. Döner oder Dünger? Ja. Döner würde ich auch nehmen. Die erste Ladung Döner für heute Abend. Ja, eigentlich wäre ich längst fertig, wenn wir nicht die Paletten von der Tafel fliegen. Warum machen die das denn? Ja, die wollen auch mal fliegen. Ach so, ja dann. Ja, oh, kannst mal sehen. Dabei ist doch das Reisen verboten worden. Nee, ach, Knallfrosch, so schnell geht's hier nicht vorwärts. Ist halt auch eine starke Steigung Alter. Hier, ne? Ach, Matze, hast du auch so Probleme hochzukommen? Ja, klar. Denkst du? Da gibt's Tabletten für. Johnny, also so hätte ich hier aber nicht weißt eingeschätzt. Weißt du, ich hab's doch verkniffen. Ich hab's dir doch verkniffen, den Spruch. Um morgens aufzustehen, oder was meintest du jetzt, ne? Ja, dann ja, natürlich. Und nur eine halbe nehmen, damit du nicht morgens aus dem Bett rollst, oder wie war das? Oder nicht auf den Schuh pinkelst. Was soll ich dazu noch sagen? Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Welches Niveau? Du hast ja nicht mehr. Warte, das ist deine Community, mal der Tannen machen. So. Ja, ja. Genau, erste Bahn geschafft. Ich dachte, das ist die zweite Bahn. Ja, ist es schneller. Mhm. Dann. Jan, was machst du gerade? Ich habe Arno unterstützt. Was machst du jetzt? Mir den Anhänger andoppeln. Genau. Was machst du? Arne den Anhänger ankuppeln. Natürlich. So, da wir hinstellen, wie man das transportiert. Dass hat Arne keinen Traktor mehr? Hat Arne keinen Traktor mehr, dass du ihm den Anhänger ankuppeln musst? Vision, wenn du das nur das hintere benutzen willst, es gibt die Sämaschine halt auch ohne diesen Vorderteil. Ne, den musst du dann im Shop so konfigurieren. Oder kaufen halt. Ohne den vorderen Teil der Sämaschine. Dann hast du nur hinten das zum Runterlassen. Dann müsstest du es so machen. Oh, wir müssen gleich mal Sprit holen. Ja, habt ihr alle nochmal am Hof getankt? Oder? Natürlich nicht. Alles klar, Agrama. Wir sehen uns, mein Lieber. Schlaf gut. Ich hatte ja noch einen halbvollen Tank. Lars, du hast doch ein Spritfass, oder? Ja, habe ich. Und dann könntet ihr bald einen Auftrag kriegen zum Betanken von Schlepper. Ich habe keine Kapazität mehr heute. Ja, Alter, schlecht. Durch den letzten nicht 16 km/h fahren, weil ich immer auf 16 km/h zurückgelegt werde. Alles bisschen hältst du noch durch, oder? Bis ich Tampen fahren kann? Ja, so 4 Bahnen schaffe ich noch. Jan, möchtest du sonst in den Lohne einsteigen, oder? Nee, ich würde mir dann für euch wahrscheinlich das Fass leihen. Welches war Fass? Hast du nicht mehr Spritfass? Doch, hab ich. Ja, das würde ich mir dann wahrscheinlich leihen und dann die ganzen Vögel hier betanken. Ja, sprach der Obervogel. Genau. Na, ich dachte, du lieferst mich zu. Naja, okay. Was machst du denn? Grün. Kiwi, nee, noch keinen genauen Plan, mal abwarten. Einer muss ja hier den Durchblick behalten lassen. Ja, du müsstest ja nur zwischen Güllegrube und... Ja, alles gut. Komm, alles klar, ab. Jan. Jo. Oh, das leckt so dermaßen wieder. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nee, echt so, das ist so... Ich hab mir nochmal den Zirbe. Aber woran liegt das denn jetzt schon wieder? Hat dann irgendeiner in seiner Lok irgendwie einen Fehler oder einen Lure? Ah, nee, der Server geht gerade wieder hoch. Nö. Der Server ist gerade wieder ein bisschen hochgegangen. Es ist einfach im Moment die aktuelle Situation. Ja, es ja, ist halt das schwierig. Ist jetzt einfach auch das Ding, wir beanspruchen den Server jetzt komplett, wir sind auf einer kompletten Karte. Alles klar, mach das Kiwi. Bis später. Ja, und, ey, mit Bitbats auch nicht so gerade so Performance. Genau.
wir sind oben im... Okay, Bauer Max, hier komisch. Wir sind in der Mitte, wir sind im Süden. Wir sollten uns mal überlegen, so... So Nachfülltern, so... Dass wir auch so perfekt die Liga-Zahlen taufen können. Aber die paar komischen kleinen Big Bags, die machen jetzt... Nee, aber trotzdem auch... Aber für die Zukunft, weil... Weil Arne will keine Big Bags laden. Ja, ich merke das schon. Da hat jemand ist raus davon. Lass, ich soll dich zufahren oder soll ich das hier das nee, Feldbunker wieder auffüllen? Ich kann ja noch nie Frontlader fahren. Ach, Lars ist gar nicht da. Doch, ich bin da. Ich guck gerade auf den Server, aber Weil das lustigste Mal, man muss, das finde ich, das ist schon auf 200%, aber man muss so mit der Maus übers Mauspad rudern. Ach so, ja, weil du da halt nicht so viel DBI eingestellt hast. Ja, weil ich nur mit 1600 DBI. Mhm. Bist du gerade auf dem Server angemeldet? Mhm. Weil ich ersetze mir ja, nur ich, mit 1600 ja, Spiele. Naja, ich werde auch. Weil unter Noti. Keine Ahnung, da siehst du doch die App-Dingsbums, ne? Ja. Da steht nichts. Kommst du auf die Log? In der App? Nee, auf dem Server. Settings und den Log-File. Ja, komm ich. Lua Call Stuck. Oh. Wovon? 2.4. 21 Uhr. Wovon? Oh ja, die ist voll, die Log. Von was denn? Wo hat er angefangen? Deswegen leckt das mich auch so. Ja, immer das auf Toilette. Jo. Die ist voll. Die ist seit 21.17 Uhr ist sie voll. Seit 2 Minuten. Aber das hat ja vorher schon angefangen. Ja, vielleicht, also. Main Lure Update. While you checked failed in Transform Bugu. SR Engine App Reflection and Script Binning. CPPS. Schick mal in Discord. Ja, kannst du nicht schicken. Ja, nur das. Nur die Lua. Ich guck. Wie soll ich das ganze Ding kopieren? Nein, nur eine Zeile davon. Also das ist doch immer der gleiche Lua, oder nicht? Nee. Der gleiche Lua-Call-Stack. Ja, doch, ist immer der gleiche. Ja komm, ich hab dir jetzt bestimmt kopiert. Ich schick's in komm, die Server rein. Ich dachte wahrscheinlich an den Big Bags, oder? Nee, die Big Bags haben wir ja vor. Das ist irgendwann anders. Das ist bestimmt eine Seemaschine oder so. Ja, aber ihr habt ja nur Standard-Seemaschinen, oder? Nee. Hey, jede Seemaschine, die wir haben, ist gemoddet. Ja, okay, dann. Das kann dann. Nee, meine Amazone steht hier schon länger als 21.17 Uhr. Ja, aber die Seemaschine. Nee, es ist das Befüllen. Was ist das? Fill Volume nur. Wer denn als letztes seine Seemaschine? Nee, um 21.17 Uhr. Da habt ihr doch Kraftstoff getankt. Wer hat um 21.17 Uhr getankt? Oder irgendwas? Kam da einmal Kraftstoffkosten oben. Das passt ungefähr von der Zeit. War das nicht Alex? Nee, ich bin schon seit 10 Minuten auf dem Feld. Arne, wann hast du getankt? Speichert mal bitte den Server. Ja. Hallöchen. Brauchst du von woran wart? Arne, wann hast du getankt? Uhrzeit technisch. Vor 3-4 Minuten. Sag mal, soll ich... Ja klar, Knallfrosch, auf jeden Fall, warum nicht? Warum? Vor 5 Minuten, kann das sein? Ja, warum?
Kann das sein, Lars, dass das vielleicht der Johnny ist? Keine Ahnung. Ist das denn das erste Mal, dass der Johnny getankt wurde? Ja. Wiederholt er sich denn ja. Der Lua gerade? Der ist ja. Komplett die ganze Zeit da. Denn dieser Johnny wurde gerade, glaube ich, zum ersten Mal getankt. Ja. Ja, dann ist der das. Oder hast du vor, welche neben Matzes und die haben wir ja schon häufig getankt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, es ist der Johnny. Dann müssen wir den rausschmeißen. Oh oh. Vehicle Expert Network Base Mission. Oder was meinst du, Lars? Ich sag. Ich denke ja, das sind die Big Bags. Ja, aber vom, das sind Standard Big Bags. Das sind Standard Big Bags. Das sind Standard. Aber wenn die im Boden schon backen. Das haben die schon immer gemacht. Und ich hatte auch keine. Das haben die damals schon gemacht. Ja, gut, es kann natürlich auch sein, ich habe die Big Bags angehoben, auch kurz vorher. Bevor ich sie, dass ich sie auch auf den Anhänger gepackt habe, kann das. Aber vom ja. Zeitlichen. Nein, Pass, aber vom zeitlichen das passt schon... das aber mit dem Tanken her. Mehr. Ja, ich habe ihm die ja vor, bevor es zum Tanken gefahren ist, aufgepackt. Ja, aber. Trotzdem, das war ja in dem Moment, als er getankt hat. Ja, von der Zeit her war das genau in dem Moment, wo er getankt hat, hat er ja gesagt. Bevor ich auf Toilette getankt bin, habe ich getankt. Ja, das kommt hin. Und du, wovon hast du getankt? Von der Tankstelle oder von... Von Landhandel, beim Landhandel. Tankt da mal jemand anders oder hat da schon jemand anders getankt? Ja, der hat Lars ja. Ja. Hat Lars ja vorhin schon getankt. Das ist das okay. Data's Grip Vehicles Specification Full Volume. Ja, ja, wenn das ein Vehicle Full Volume ist, dann ist das Tanken gewesen. Ja. Denn Data's Grip Vehicles Special Vision hatte... Und dann nochmal eine Vehicle Lure, dann Network Node, dann Server, dann Base Mission, nochmal FS Base Mission. Speichern bitte. Was? Speichern. Ja. Machst du. Schmeiß den Johnny runter? Ja. Erstmal halte ich den Server an. So. Ey, das leckt hier. Der Server ist angehalten. Ach so. Verbindung zum Spiel verloren, ja. Wenn der Server angehalten worden ist, auch kein Wunder. So. Das dauert jetzt ewig, bis ich wieder draufkomme. Vielleicht habt ihr diesen Johnny auch bei auf ein Ratespiel. Nee, die ist so voll geballert mit dem Scheiß. Hauptsächlich Phil Lures oder was? Ja. Es ist immer die gleiche. Ja, aber Vehikel, das sind aber Vehikel Lures, dann können das nicht die Big Bags sein. Ja, ich hab die reingeschickt. Ich kann auch nochmal die neueste reinschicken. Gibt keine neueste. Das ist ja. Ja, es ist immer das gleiche, aber. Ja. Ach so, die Bilder kann ich mir mal angucken, klar. Ja, Tata's Fifth Main Lure. Das ist der Wiese, Phil Willem, ja. Aber auch, Fallet in Transform Tube, Set Stell. Network Node, Server Willem. Ja, die sind ja eine Folge darauf. Die kommen ja erst. Nee, keine Ahnung. Lure Tolstead. Ja. 300er Print Cold Stack. Cold Stack. Jedenfalls nicht die Pitpads. Nein, das muss an dem John liegen. Das Network Server Lure Update Active Objective Update. Da glaube ich, irgendein Problem auf den Server zu updaten, wenn der getankt wird. Aber welcher ist das denn? Welchen hast du getankt? Den 7810. Den 7810? 78. Ich schmeiß doch beide runter, ist doch egal. Nein, nicht die 6930. 6930 haben wir auch gar nicht von da gesprochen, oder?
Nee. Aber Matze meint ja gerade, ich mach's doch beide drunter. Ja, da sind zwei verschiedene 7810er drauf, deswegen meine ich. Nee, 7510 haben wir nicht. Wir haben einen 7810 und dann noch ein. Aber der andere wurde schon 4 oder 5 Mal detant. Ja, der 70, 30. Den habe ich ja, schon. Ja, der wurde schon öfter destern, vordestern, die dann ich schon mal, öfter. Ich schmeiß ihn hier. 78. John Deere 7010er runter. Ich hab jetzt ja, sehr 8, gut, Maxi. Ich habe jetzt den 7810er gezogen. Ja, aber mit der kann es ja nicht sein. Keine Ahnung. Nee, der Friese ist nicht richtig so. Aber warum? Schwierig. Es kommt immer der gleiche Lure, Tolstedt. Die ganze Zeit. Ja, du, ich heb mich auf Schildplatte. Soll ich noch den 7010er runterschmeißen? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da. Der ist ganz oben. Ja, ja. Der zeigt auch Fehler an. Ja? Ja, alles, was gelb ist, sind Fehler. Okay. Ja, siehst du, könnte sich jemand mehr aus als ich. Dann kannst du doch oben einstellen, dann kannst du auch die Sprache. Und dann siehst du doch den Namen, die Version, Auto, Datei, Fehler aktiv. Gut, das Manure-System, das ist normal, ne? Weil das noch in der Beta-Version ist. Ah, ja, ich sehe es, ja, okay. So. Der hat aber alles auf einmal rein gespammt. Ne? Der 8030 hat einen Fehler. Aber der 8R2009, die hatten wir auch schon. Ja. Auge NH, das ist schwierig. Eine Map, wo man nie Langeweile bekommt. Handelin. So, und welchen jetzt noch? Den 7010er oder was? Ja. Okay. Hast du? Ja. Dann startest du? Ja. Den einen. Dann gehe ich einmal rauf und guck mir dann nochmal die Lure an. Okay, erstmal am besten du alleine. Ich lösche jetzt einmal den Framelog. Ja. So. Wieder da. Ja. Start. GameX100, moin, schönen guten Abend, mein Lieber. Ich hab die Johnnies runtergeschmissen, ja gut, der Friese. Gehst du schon auf? Nee, skittet, nee. So, ich verwende jetzt. Ja. Mal tutten, ob wir instant den Fehler gefunden haben. Ja, mal eine Premiere. Da sagen wir es so, mich würde es nicht wundern, wenn der Fehler jetzt nicht, weil er dann so gesettet hat und auch das Takten wieder vorbei ist. Mhm. Können wir schon wieder drauf? Nein. Nicht gut. Warte noch. Ich mach mal wieder die Ziege rein. Du Ziege. Nein, muss bei mir im Stream gucken. Ich weiß, ich kenne dein Bildschirm. Also Jan ist auf dem Server. Ja, warte, ich synchronisiere noch. Daniel, nee, Wochenende normalerweise nicht. In 2 Wochen. Stimmt, die Jungs wollen in 2 Wochen, wollen die, nee, nächste Woche, ne? Nächstes Wochenende. Ja. Nächstes Wochenende also wollen die Jungs einen 24er machen. Nee, du. Ja, du auch. Du auch. Habt ihr gehört? Die Jungs wollen 24er machen. Du machst mit, ob du willst oder nicht. Ja, klar. Das ist die andere Nummer. Sonst kommen wir zu dir nach Hause und finden dich einfach dazu. Ja, logisch. Ich kann da noch. Technikarten bereit. Ah, ja. Ich kann Matzes Namen und Nachnamen. Mhm. Und wir haben schon ja, wieder. Ja, es ist Louis da.
Das heißt, die waren das nicht. Immer noch der gleiche? Was haben wir gemacht? Eine Seemaschine. Naja, aber... Wenn dann haben wir nur... Eine Seemaschine aufgefüllt. Wir haben Seemaschinen aufgefüllt. Ich muss ja... Warte mal. Lars, dein Fass. Mein Fass? Standard. Das haben wir... Standard, okay. Oder Lars, das ist doch Standard. Ja. Und der Zubrenner? Den haben wir nicht benutzt. Den haben wir nicht benutzt. Wann ging das los, Lars, mit dem... 21.17. Ja. Nein. Das ist die Zeit, die letzte, die ich gesehen habe. Ach so. Kann einer sich daran erinnern, nach welcher Seemaschine es angefangen hat zu lecken? Vor Matthias. Da bin ich raus. Vor Matzes. Vor Matze. Wer war vor Matze? Sven. Ich war. Svens Seemaschine. Ja, Federstedt. Federstedt? Ja. Aber ist die habe ich vor Matzes beladen. Ist dann hat es angefangen zu letten. Das, ja, hat schon, das hat angefangen, wie ich sie schon an Bulldog gehängt habe, an zu lecken. Ja? Hat direkt angefangen, als du sie angehangen hast? Ja. Denn, Lars, ich gehe runter. Was hast du denn jetzt gerade auf dem Server? Ich bin nur raufgegangen. Gero, doch, wir zocken LS, nur wir haben momentan irgendeinen Lua auf dem Server. Da müssen die Jungs gerade mal schauen, was das ist. Solange schaue ich mir mal ein bisschen was an, was man vielleicht so zwischendurch mal zocken könnte. Das sieht gar nicht schlecht aus hier, Endzone. Kennt das jemand von euch, das Game? Wahrscheinlich nicht, wa? Sehen wir. Ferdi aufgefüllt, bevor du angehangen hattest. Nein, ich habe Ferdi angefangen zu beladen und so eine halbe Minute später sind die beide schon angekommen. Ja, okay. Am Händler. Mhm. Aber wir hatten die Lua ja nicht, als wir die Federstadt runtergefahren. Deswegen. Das stimmt. Mhm. Vielleicht ist es ja, wenn die Federstadt anfängt zu arbeiten. Nein. Er sagte, angefangen zu lecken. Na gut, dann ja. Und die Amazone, die habt ihr ja schon benutzt, oder? Die Amazone, die hat schon ein halbes Feld gesät, ja. Nee, du nicht. Ich meine... Alex. Ja, die hatte Lars ja vorher schon benutzt. Ja. Dann schmeiß die Federstadt runter. Hast du denn mal eben... Ja, ich kann ja nicht in die Log gucken. Was steht denn bevor der Lua auftritt da? Das haben wir nicht mehr gesehen. Warte mal kurz. Die Federstadt Rapid 300? Oder was? 3000. Nee, 300C. 400C. Ja, dann die. Hab ich schon das halbe Feld. Aber wenn die das nicht ist, ne? Mhm. Was denn? Dann geht uns langsam die Ideen aus. Habe ich gelöscht. Soll ich hochfahren? Nee, warte mal. Bin noch nicht fertig. Okay. Ich hab da so einen kleinen Verdacht. Was denn für ein Verdacht? Zählt ja noch nicht. Weiter. Löschen.
Speichern. Starten. Soll ich rauf? Warte doch mal. Geht auf jeden Fall runter. Konnte der Plan selber nicht starten, diese Logdatei. Meist Plus ist das letzte. Bist du schon drauf? Ja, Sergeant, ich bin am Überlegen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Kennt das einer von euch, das Game? Ich dachte, ich soll nicht mal drauf. Welches? Welches? Endzone. Geh jetzt rauf, Lars, oder? Ja, ja, geh rauf. Endzone, nee, nee. Nee, kenn ich auch nicht. Vom Namen her nur. Wir sollten uns ein Spiel suchen, was funktioniert und wo nicht ständig irgendwas abschmiert. Multiplayer, genau. Ein guter Witz. Kettle und Kotz. Katze und Maus. BTS. Wir sollten lieber, ich glaube, wir spielen lieber Call of Duty Modern Warfare. Oh ja. Ja, komplettes Team so. Wo krieg ich das überhaupt, Lars? Wo drüber, über welchen Launcher läuft das? Battle.net. Battle.net, ja. Ich lade mir das jetzt runter. Was ist Battle.net? Launcher. Ja, Lars ist wieder da. Über Epic nicht? Ist schon wieder da? Nee, Battle.net. Tipp bei Dude Battle.net und das ist ein eigener Launcher. Da ist COD. Okay. Irgendwie haben wir auch Zeit kein. Wie viele Big Packs stehen noch am Händler? Keins. Sicher? Doch, euers. Eins. Sergeant. Ja, ich muss mal gucken. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich hab auch keine Ahnung mehr. Ist er jetzt wieder da? Ja. Immer noch der gleiche. Das ist echt traurig mittlerweile. Mhm. Aber irgendwie immer nur. Das ist jedes Mal nur, wenn Matze da ist. Ja, bei mir, ja, ich hab nicht einen Lua-Call-Stack bei mir am Server. Ich hab die Ruckler nicht auf der Dings. Matze bringt Unglück. Ja, ja. Ich gehe ins Singleplayer. Testen haben mit den Tanzentate arbeitet, vortesten am Abend. Fakt ist, Matze bringt Unglück. Matze ist wie so eine schwarze Katze. Slimeplayer 124, vielen Dank fürs Follow, herzlich willkommen. Ja, ich glaube. Die lesen seinen Namen und die Luas tendieren sich so, jetzt muss ich zuschlagen. Wahrscheinlich. Lexion, moin moin, schönen guten Abend. Ach, ist das Lars oder was? Lexion? No? Was bin ich? Nee. Lexion OBM? Nee. Kennst du City Skylines? Klar kenne ich City Skylines. Wer ist denn da gekommen? Ja, ich bin außerdem rausgegangen. City Skylines habe ich sogar hier, guck. Das habe ich auch. Ich sag nicht, wie ich City Skylines habe. Wie kann ich denn am besten die